Hi und herzlich willkommen hier endlich mal wieder zu einem World Da of Warcraft schreist du Podcast. rein, Da schreie voll ich rein. erschreckt. Das ist immer so, die Leute sind das schon gewohnt, zumindest die, die früher einen Podcast gehört haben. Ich habe mir gedacht, wir nennen das Ganze Draenor quasi, oder also es ist sowieso immer eine Sache, wie spricht man es jetzt aus? Aber ich glaube, das war fast richtig, was ich gesagt habe. Also, dass wir den Podcast halt Draenor nennen und der World of Warcraft Podcast von Vanian.eu so in die Richtung oder so. Ich weiß noch nicht, mal gucken. Wir hatten ja eigentlich vor, halt auch eine Seite zu machen, wisst ihr wahrscheinlich, also ihr beide jetzt auch nicht, eine Seite zu machen, die wir Draenor.de genannt hätten, wo wir so quasi mehr in Richtung persönliche Meinung gehen wollen. Also bei VanianEU ist ja sehr, sehr viel News-Charakter und wir wollten eigentlich dieses Jahr ein bisschen mehr in persönliche Meinung noch gehen, nur hatten Angst, dass das Ganze bei VanianEU untergeht, aber haben das jetzt doch verworfen, weil wir es schlicht und weg zeitlich nicht schaffen, das Ganze zu machen. Aber man muss die Domain ja irgendwie verwenden, wenn wir sie schon haben und die so gut passt zu dem Add-on. Deswegen der Podcast heißt Draenor. Hier geht es ja um persönliche Meinung und er wird eine eigene, schönere Unterseite irgendwann in naher Zukunft bekommen oder vielleicht auch ferner Zukunft, je nachdem. Aber erstmal Hallo Balo. Hallo, grüße Balo dich. kennen viele von euch und viele, die Barlow streamen, gucken, nicht kicken, gucken, die kennen auch die gute Nevi, die heute auch dabei ist. Hallo. Ja, viele Leute hassen dich, habe ich mir sagen lassen. Du bist der Warum? absolut Beste, Venien. Stellst Nevi vor, ne, das Erste. Weißt du, sonst nichts gesagt. Viele Leute hassen dich. Aber ehrlich gesagt, ich wollte es selber auch sagen. Wieso ist das so, Nevi? Was machst du Böses? Ich habe keine Ahnung, was ich Böses tue. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie, mittlerweile gehört das, glaube ich, auch zu mir. Also, wenn Nevi da ist, wird gehatet. Das passt schon so. Also, ja. Ja, dann ist es ja passend hier im Podcast. Ja, Mensch, also eigentlich für die Zukunft, ich hatte das ja schon mal angekündigt, wollte ich den Podcast quasi auch nochmal auf ein gewisses neues Level bringen. Also bisher ist er immer nur als Audioversion erschienen, beziehungsweise die Videoversion ist halt insofern Witz, als dass man ja nichts wirklich sieht, ja. Und deswegen hatte ich eigentlich vor, das Ganze so zu machen, wie die Kollegen das auf Guild News beziehungsweise World's Darkship machen, dass man halt, beziehungsweise viele, viele andere Podcasts natürlich auch da draußen mittlerweile laufen, dass man halt auch so eine ja, Videoversion noch mit dabei hat, wo man die Leute, die reden, sieht. Aber das wird erst für die Zukunft, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das Ganze machen. In Zukunft will ich das ja so machen, dass ich mehrere Leute habe, die mit dabei sind. Manchmal Barlow, wie jetzt, der, wenn er halt Bock hat und Lust hat und was zu sagen hat. Nevi in jedem Fall. Dann habe ich mit Kimo noch gesprochen und zusätzlich werden dann noch ein paar andere Leute auf jeden Fall mit reinkommen. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge. Lasst sie uns hören, ja. Ja, warum haben wir angefangen, diesen Podcast zu machen? Natürlich, Warlords of Draenor Alpha. Blizzard hat vor ein paar Tagen, ich glaube, genau, irgendwie zum The Elder Scrolls Online Release, ein Schelm, der Böses dabei denkt, aber da war's, ja. Guter Zeitpunkt. Ja, am 4. April war das ungefähr, 3., 4. April, da haben sie die Bombe platzen lassen mit der Alpha, wobei viele sich dann dabei gedacht haben, Mensch, dann startet die auch jetzt. Ja, falsch gedacht. Sie haben nur Informationen und einen Client gegeben, sodass man ganz viel Data Mining hatte und viele neue Infos. Ja, wie gesagt, also ich möchte nicht sagen, dass das wegen Tee so war, aber ich nehme es ehrlich gesagt an. Mein persönlicher Tipp übrigens für den Beta-Start ist dadurch auch der 3. Juni, wenn Wildstar startet. Aber pff, ne, also wenn es so passiert, dann wissen wir alle Bescheid, würde ich sagen. Ansonsten lassen wir uns überraschen. Ja, ich meine, Balo hat das, glaube ich, zuerst gar nicht mitbekommen, oder? Was So richtig. den, Ja, dass also, die. ja. Also die Infos. Weil wir haben uns irgendwie vor einer Woche, glaube ich, drüber unterhalten, dass wir gedacht, Mensch, da gibt es Infos, gucke ich mal nach und war es ja quasi ganz überraschend. Also dich interessiert das ja grundsätzlich, aber du trackst nicht ständig alle Habe ich Newsseiten, nie die wir gemacht. haben. Also habe ich Ja. wirklich nie gemacht, weil bei mir es auch dann immer so ist, wenn ich noch nicht mit Sicherheit weiß, dass ich eine Beta spielen kann und werde und wann ich sie spielen kann und werde,
dann lese ich mir so super ungerne normalerweise Informationen darüber durch, weil ich dann entweder Bock bekomme drauf und ich spielen kann oder halt keinen Bock drauf bekomme und dann meine Zeit verschwendet habe, die Infos durchzulesen. Ja, das ist natürlich auch doof, da hast du recht. Aber diesmal hast du dir, weil als ich dir das erzählt hatte, hast du dir direkt relativ viel schon durchgelesen, ne? Was halt so gab, vor allen Dingen die Patchnotes mal, sagen wir mal. Ja, so ein paar von den Spielmechanikänderungen und dann ein paar Sachen zu, also die sind ja riesig, dieser Infoblock, den es dazu gab, aber ich habe mir vor allen Dingen so ein paar von den Spielmechanikänderungen angeguckt und halt ein paar von den Klassenänderungen, speziell jetzt vom Priest, weil ich den zuletzt gespielt habe. Und mal gucken, vielleicht auch wieder in Warlords of Draenor spielen, das weiß ich noch nicht genau. Ja. Reden wir auf jeden Fall auch drüber. Nevi, für die Leute, die sie halt noch nicht kennen, fragen sie, warum ist sie denn da? Ja, also erstmal, weil sie sich mit World of Warcraft beschäftigt. Zwar spielst du aktuell gerade seit, ich glaube, 2 Wochen, hast du gesagt, nicht mehr. Mhm. Aber das liegt vor allen Dingen, glaube ich, an Prüfungen, die du gehabt hast, ne? Ja, genau. Also ich bin kurz vorm Examen. Im Sommer fängt das Examen an und ich konnte jetzt auch in Zukunft jetzt die Raid-Termine nicht mehr so einhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann distanziere ich mich allgemein dann momentan und ja. Ja, ist ja auch jetzt nicht so, dass gerade ultra viel in World of Warcraft an sich passiert. Ne? Also ich bin sicher, unter den Hörern sind total viele, die jetzt eher unregelmäßig im Moment spielen. Und wenn dann die Erweiterung tatsächlich live geht, sieht das wieder ganz anders aus, ne? Ja, die Leute haben jetzt auch noch eine ziemlich lange Zeit vor sich, eben bis dann doch mal die Beta irgendwie vielleicht kommt und wie wir ja schon gesagt haben, eben, dass die recht beschränkt sein wird auf also ein kleines Publikum für die Beta, wird sich halt noch viel, viel länger für den Großteil irgendwie hinziehen und wenn man jetzt überlegt, dass man eben noch ein halbes Jahr warten muss, bis man was Neues sieht, dann klar, vielleicht dann guckt man auch mal irgendwie nach links und rechts und schaut, ja, okay, jetzt haben wir hier Diablo oder irgendwie andere MMOs, die jetzt bald erscheinen. Ja, ja, du sprichst ja gerade schon was an, was ja auch unser Thema ist momentan. Also die Alpha ist ja gestartet und irgendwie doch nicht. Also Blizzard hat halt einen Blogpost veröffentlicht, dass sie jetzt halt in diesem Alpha-Status sind. Aber außerhalb von Blizzard ist halt im Moment noch niemand eingeladen. Für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, es laufen zwar Server, die laufen auch schon länger, ich glaube seit einigen Monaten wirklich. Das hatte Zahim auch in einem Podcast gesagt, aber diese Server sind halt wirklich nur für enge Blizzard-Mitarbeiter und ich weiß nicht genau, was für einen Kreis, aber es sind halt jetzt noch keine einfache Invites an irgendwen da draußen rausgegangen und auch nicht an Presse, Fansites etc., sondern das wird jetzt erst noch irgendwann der Fall sein. Darauf warten wir im Moment und ja, ich persönlich hoffe natürlich auch dabei zu sein. Man wusste es noch nicht in dem deutschen Community-Team so hundertprozentig, aber ich hoffe natürlich, ja, und dann werde ich sehen. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall noch eine ganze Weile, oder nicht eine ganze Weile, auf jeden Fall ein bisschen. Deswegen hat Blizzard uns jetzt ja schon mal ein paar Informationen gegeben, die wir uns durchlesen können. Und die Beta an sich, wenn die dann startet, wird auch in jedem Fall kleiner sein als die MOP-Beta. Denn ich meine, jeder von euch weiß noch, da gab es diesen Jahrespass und durch den haben sowieso jeder quasi, der diesen Jahrespass hatte, einen Zugang dazu bekommen. Und sie haben gesagt, dass sie irgendwie ultra viele, also ich glaube irgendwie über 1 Million allein durch den Jahrespass plus diverse Leute halt von Giveaways, Opt-ins und so weiter und so fort, waren da sicherlich sehr, sehr viele in der Beta, was auch nicht ganz so zielführend war, ihrer Meinung nach. Aus dem Grund wollen sie die Beta insgesamt dieses Mal kleiner halten, sodass die Invites auf jeden Fall ein bisschen weniger weit verteilt sind. Bin mal gespannt, was das dann letztlich bedeutet. Ob wir zum Beispiel auch gar keine Keys zum Verlosen bekommen werden oder so. Man wird sehen, ne? Ja. Aber wir alle freuen uns drauf, wenn sie dann tatsächlich live geht und jeweils drin sind, denke ich. Du hast ja beim letzten Mal auch recht viel Beta gespielt, oder Balo? Ja, also wir haben ja auch zusammen einiges an Beta gespielt, ne? Ja, ja, ich meine, wir beide haben ja von Anfang an auch in der Mob-Beta, um nochmal ganz kurz einen Blick zurück zu werfen, gerade im Jadewald, falls du dich daran erinnerst, im Jade Forest, dieses Event, wo das am Anfang noch verbuggt war, mit dieser in einer Reihe aufstellen, ich weiß nicht, falls du dich erinnerst, ne? Ja, ja, natürlich, klar. Ist,
ist irgendwie meine klassischste, ach, du weißt schon, und liebste Beta-Erinnerung. Das ist deine liebste Beta-Erinnerung? Auf jeden Fall. Eine Warteschlange so für eine Quest. Also ich habe das 2 Tage ja vor dir gemacht, glaube ich, oder so, und hatte da live gestreamt und konnte das halt absolut nicht fassen. Das war so surreal, dass sich da halt tatsächlich Leute in dieser Reihe angestellt haben und sich auch daran gehalten haben. Also das war schon... unglaublich cooles Experiment. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da war dieser Lorewalker Cho, der euch irgendwie eine Vision gegeben hat. Damals war das noch ein bisschen anders, was man da machen musste bei diesem Lorewalker. Und immer wenn jemand anderes das zeitgleich gemacht hat, ist das für einen abgebrochen. Aber jeder hat dafür irgendwie eine halbe Minute gebraucht. Das hat eine Weile gedauert. Man konnte das irgendwie auch falsch machen. Also es war nicht eine Quest, die man automatisch abgeschlossen hat, sondern ich weiß gar nicht mehr, was man da machen musste, aber man konnte es halt auch falsch machen. Und wenn irgendjemand sich drangestellt hat und die Quest selber angefangen hat und der andere sie noch nicht beendet hatte, dann war sie für beide abgebrochen und das mussten beide von vorne machen. Ja. Also wurden die Spieler quasi dazu gezwungen, die nacheinander zu machen. Ja? Und das war halt so, also ich bin da gerade hingekommen, als das mit der Schlange hatte sich etabliert und da haben sich halt wirklich die Leute in dieser Schlange da aufgestellt und wir hatten dann auch noch einen besonders coolen Goblin dabei, der quasi so ein bisschen RP da reingebracht hat und diese Schlange überwacht hat, ja, also wie sich die Leute da angestellt haben und immer irgendwelche Kommentare abgegeben hat, super cool auf jeden Fall, hat Spaß gemacht irgendwie, obwohl Blizzard da eigentlich nur einen Bug eingebaut hat, aber naja, das war so meine liebste MOP-Beta Erinnerung. Er sagt das nicht zu laut, sonst kommt das demnächst als fester Bestandteil des Spiels. Genau. Ich kann mich da auch noch genau ans Balu-Video erinnern. Das war so, ja, ich stehe jetzt hier in der Schlange und dann war ein Schnitt und dann, ja, wir haben uns 45 Minuten später, ich bin jetzt weiter vorne in der Schlange. Das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich da gewartet habe, ich glaube, es waren mehrere Stunden. Es könnte hinkommen, ja. Ja, das war schon echt krass, auf jeden Fall. Naja, ja, sei es wie es sei, diese Alpha und Beta wird halt ein bisschen kleiner sein und wir sind gespannt, wie das Ganze dann natürlich sich entwickeln wird, wenn das halt live geht, sobald Server online sind und sobald man streamen darf, also keine NDA mehr drauf ist etc., werdet ihr es wissen und ihr werdet auch einen Livestream sehen. Barlo wird ja hoffentlich auch irgendwie durch seine Pressekontakte in Key bekommen. Ich weiß, dass rein von Community-Seite, das wurde mir nur schon gesagt, die Keys für die Alpha auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr, sehr beschränkt sein werden. Also es gibt nicht viele deutsche Fansites, die reinkommen und wenn wir, also wir jetzt reinkommen, werden wir auf jeden Fall auch nicht mehrere Leute drin haben etc. Also das ist alles so ein bisschen sehr reglementiert. Aber wie kriegen die das nie so vernünftig hin, da so einen Weg zu finden? Ne? Entweder mehr oder weniger keiner hat Zugang oder alle, ne? Habe ich so das Gefühl. Ja gut, ist jetzt auch noch eine Alpha, ne? Also ist ja sowieso ein früher Zeitpunkt, dass dann Presse- bzw. Fansite-Vertreter reingeholt werden. Nee, weil du eben meintest Beta, ne? Also ja. Ich rede jetzt von der Beta, ja, dass den genau. Beta-Status halt. Ja, mal schauen. Ja, kommen wir aber schon mal zur ersten neuen Mechanik. Also es ist ja so, das Erste, was man in dieser Beta machen wird, wie in jeder Beta und in jeder Erweiterung, ist natürlich seinen Charakter vom momentanen Max-Level aufs neue Max-Level, was ja in dem Fall momentan 90 ist und im neuen Fall 100 zu bringen. Das wird man als Erstes machen, denke ich. Davon kann man ausgehen. Macht, glaube ich, wirklich fast jeder als Erstes, weil natürlich auf dem neuen Max-Level die wirklich interessanten Dinge passieren. Und da hat Blizzard jetzt Änderungen reingebracht. Bisher war es dann so, in den vergangenen Betas bzw. in den vergangenen Erweiterungen, dass man neue Fähigkeiten bekommen hat und diese Fähigkeiten hat man dann irgendwo innerhalb dieses Level Prozederes neu reinbekommen. Dieses Mal ist das allerdings anders, denn zwischen Level 91 und Level 100 bekommt man sogenannte Perks, also sogenannte Boni, ich glaube Level Boni nennen sie das auch auf Deutsch, und diese Level Perks, die bekommt ihr jedes Level, also für Level 91 bekommt ihr einen, 92, 93 und so weiter und so fort. Das sind spezielle Sachen, die halt euren Charakter bzw. die Fähigkeiten eures Charakters einfach verbessern und erhöhen. Wir haben die auf der Seite mittlerweile auch auf Deutsch, also wenn man zum Beispiel mal sieht,
Was, wenn ich mal jetzt einfach den Druiden, Gleichgewichtsdruide, die kriegen zum Beispiel verbesserte Wildpilze. Jedes Mal, wenn euer Hurricane oder euer Astralsturm Schaden verursacht, wachsen eure Waldpilze und verursachen 5% mehr Schaden bis zu einem Maximum von 300%. Oder was haben wir jetzt zum Beispiel bei der Wildheit? Verbesserte Berserker. Die maximale Energie ist während der Sa Dauer von Berserker um 50 erhöht. Also es werden halt konkrete Zauber so verbessert, dass sie teilweise anders sind bzw. verstärkt sind einfach, ja. Und davon kriegt ihr insgesamt, sind das 10 oder 9? Muss ich mal nachzählen. Ich glaube von 91, 91 bis 92. 100. Nee, 100 nicht, 99 ist Schluss, weil bei 100 gibt es ein neues Talent. Das ist quasi das, da sind es 9, ne? Ja, Ja. 9 Stück pro Klasse und also nicht nur pro Klasse, sondern pro Spec auch, ja. Also jede Spezialisierung einer Klasse hat einen anderen, ja, Perk. Beziehungsweise es gibt zum Beispiel bei Death Knight gibt es zwei Sachen, die sind für alle. Da gibt es nämlich zum Beispiel die verbesserten Krankheiten, wo die Krankheiten 20% mehr Schaden machen, beziehungsweise der verbesserte Seelenernter. Die beiden Sachen kriegen alle und dann der Rest ist aufgeteilt auf Blut, Frost und Unheilig. Beim Jäger ist das zum Beispiel auch. Die haben einmal verbesserte Camouflage, also da, wo die unsichtbar sind, und der Rest teilt sich dann auf. Aber noch eine wichtige Sache dabei ist, das ist jetzt nicht irgendwie festgelegt, also auf 91 bekommt man dies, auf 92 das oder so, sondern von diesen neuen Perks, von diesen neuen Boni, bekommt ihr random 1 pro Level. Das heißt also, wenn ihr einmal einlevelt, ist das ein bisschen anders im Vergleich, als wenn ihr beim zweiten Mal einlevelt. Auf Level 100 aber, beziehungsweise Level 99 ja schon, habt ihr alle diese Dinge jetzt. Also ist jetzt im Prinzip nur für die Levelphase unterschiedlich. Da wollte Blizzard so ein bisschen eine Variation reinbringen, dass man halt quasi sich überraschen lassen muss. Oh, was kommt jetzt als nächstes? Ich bin schon gespannt, ja. Naja, wie findet ihr dieses System? Unspannend. Warum unspannend, möchte ich jetzt erstes wissen Na, von euch. letztlich ist es doch so, dass sie einfach die Fähigkeiten ändern. Also wenn du Max-Level hast, hat die Fähigkeit einen anderen Effekt. Genau, Du kann man so könntest sagen. einfach die Fähigkeit direkt ändern oder du sagst, wuhu, ich pack diese Fähigkeit in einen Perk rein. Und davon bekommst du jeden Level 1 und zwar random. Und ich weiß nicht, aber ich schock das gar nicht. Also, sofern das jetzt nicht irgendwelche Sachen sind, Ja. die die Fähigkeiten so dolle machen, ich habe mir die Dinger habe ich noch gar nicht angeguckt, dass ich mir denke, diese Änderung selbst, also die Änderung an der Fähigkeit, finde ich cool, aber dieses Prinzip, das Ding einmal pro Level und dann random zu geben, finde ich total überflüssig. Glaubst du nicht, also ich glaube, Blizzards Intention dabei ist, dass sie nicht wollen, dass die Leute direkt auf einmal alles neu haben, sondern dass sie quasi pro Level sich an ein neues gewöhnen können. Das ist, glaube Meinst du nicht, ich, deren der Intention Sinn. ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass es bei jedem Level etwas Neues gibt, obwohl es in Wahrheit Auch. eigentlich nicht wirklich was Neues gibt, sondern nur eine Fähigkeit sowieso geändert wurde? Auch. Ja, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass für manche Spieler das vielleicht besser ist, sich da langsam dran zu gewöhnen. Meinst du nicht? Dazu weiß ich halt nicht, wie schnell das Leveln geht und ob ich die entsprechenden Fähigkeiten, die ich zufällig bekomme, überhaupt brauche. Also dann fände ich es halt gut, fände ich es, wenn ich mir bei jedem Level eine aus diesen neuen Fähigkeiten aussuchen könnte. Weil wenn ich Hurricane nicht benutze, dann ist mir auch völlig egal, ob da Wildpilze kommen oder nicht. Aber wenn ich halt sehe, oh, das wäre cool, das könnte ich gerade gut gebrauchen, denn ich level in Instanzen und keine Ahnung was, irgendeine Heilfähigkeit bekommt, irgendein Zusatzeffekt oder so, dann würde ich die vielleicht nehmen wollen. Aber sie zufällig zu bekommen, finde ich dann sogar noch blöder. Okay. Was hast du, Navy? Ich finde die Perks an sich, also wenn ich es mir jetzt mal so durchlese, sind halt generell in den einzelnen Specs eben auch schon die Sachen, die man wirklich nimmt und die man auch immer genommen hat. Also es ist soweit okay. Wie aber Balo schon sagte, ich bin auch der Meinung, sie, also das ist einfach nur was Normales, schön verpackt. Sie hätten es auch einfach so machen können. Du loggst dich halt eben mit Warlord of Draenor ein und hast deine ganzen verbesserten Fähigkeiten. Es kommt ja nichts Neues dazu, es wird ja einfach nur quasi gebufft und es wird halt doll gebufft und ja, ich glaube, sie versuchen halt einfach nur, den Spielern das so zu verkaufen, dass es was ganz Tolles und was ganz Neues ist. Ja, da bin ich mal gespannt auf die Meinung unserer Zuhörer, was die da so denken. Also, um das nicht misszuverstehen, ich finde das grundsätzlich nicht schlecht oder schlimm.
Also es ist halt nur nichts, wo ich mich über die Art und Weise, wie es implementiert wird, besonders freue. Vielleicht freue ich mich darüber, wie eine bestimmte Fähigkeit geändert wird, dass ich mir denke, Mensch, ey, diese Funktion hätte ich mir schon immer gewünscht bei, keine Ahnung, irgendeinem Priester-Skill oder so. Ja. Aber nur die Art und Weise, wie das jetzt implementiert wird, das finde ich jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt eine herausragende, tolle neue Änderung wäre. Ja, grundsätzlich ist es ja eigentlich nur irgendwie mehr Ressourcen, mehr Schaden oder mehr Heilung oder also eigentlich nur mehr Damage, mehr Heilung bezogen, jetzt die Änderung. Also was und in ich beides ist es vermutlich hab. Nicht, weil es ja sowieso den Squish gibt und du eben. Letzten Endes vermutlich mit der neuen Fertigkeit genau da stehst, wo du mit der alten auch bist. Genau, das ist zum ja, gut, Beispiel hier beim... Den Damage wirst du ja nicht machen, ne? Also das Ganze durch den Squish... Es geht nicht darum, ob ich zahlenmäßig den gleichen Damage mache, sondern ob ich relativ gesehen zu dem, was da so an Monster-HP oder an Encounter-Design ist, dasselbe mache, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass die Encounter jetzt statt, keine Ahnung was, ich sag mal einfach 5 bis 10 oder 12 Minuten, dass die jetzt plötzlich 30 Minuten oder eine Minute dauern. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt beim Jäger in der TF-Schaft gucke, dann steht hier verbesserte Begleiter. Eure Begleiter verursachen 20% mehr Schaden. Das hört sich halt auch eine Menge an, aber wie gesagt, ist dann halt auch immer die Frage, wie es dann eben skaliert, weil vielleicht liegt es halt auch Blizzard einfach so aus, okay, dann machst du halt einfach wenig, dann macht dein Tier halt so gesehen weniger Schaden, bis du halt einfach diesen Perk bekommst und dann ist es halt da, wo es sein soll. Also sie hören sich, denke ich mal, schöner an. Es gibt ja da auch andere Sachen, zum Beispiel, wenn ich mir beim Zerstörungshexmeister den verbesserten Chaosblitz angucke, dass die Zauberzeit vom Chaosblitz um 0,5% verringert wird. Also das ist ja in jedem Fall klar, dass der halt, ne? Also die 0,5% sind ja weniger als jetzt einfach, verstehst du? Ja, klar. Was ich meine, der wird ja durch den Squish nicht beeinflusst. Aber naja, da grundsätzlich müsst ihr euch ja schon recht geben. Und so genau habe ich das noch nicht gesehen. Ich dachte bisher tatsächlich, ja, ganz cool, da wird das Level so ein bisschen interessanter durch. Du bist ja auch ein Fanboy. Bin ich da von beeinflusst worden? Und wir sind Hater. Nein, wir sind natürlich überhaupt keine Hater, ganz im Gegenteil. Wir sind ja auch eher Fangirls und Fanboys. Ja, ja, wo ihr gerade von diversen Fähigkeiten gesprochen habt übrigens, beziehungsweise wo wir auch eingangs gesagt hatten, wie es halt bisher so war, das ist ja auch ein nettes Thema für die nächste Geschichte, denn es werden ja unglaublich viele Fähigkeiten bei den einzelnen Klassen entfernt. Also wenn man sich das einfach nur mal anguckt, beim Stutzen, wie sie das nennen, der Fähigkeiten, ist es halt, sind es wirklich richtig viele pro Klasse, ne? Also entweder werden die Sachen komplett entfernt oder zum Beispiel hier der Arkanenbeschuss ersetzt jetzt den Feuerschlag für Arkanenmagier und Pyromane wurde entfernt. Also es gibt ganz, ganz viele Fähigkeiten einzeln einfach, die aus dem Portfolio entfernt wurden. Auf der anderen Seite halt auch einfach nur auf bestimmte Spezialisierungen gegeben werden. Also das wurde ja beim letzten Mal schon gemacht, aber jetzt halt nochmal sehr viel krasser und sehr viel flächendeckender, wie ich finde. Zum Beispiel Wirbelwind nur noch für Furorkrieger oder Donnerknall nur noch für Furorkrieger. Ne? Gibt es bis jetzt bei Dev und Arms Warrior, oder Balo? Dev gibt es auf jeden Fall, aber echt, das gibt es nicht mehr für Dev-Krieger? Nee. Mm-mm. Okay, dann werden die vermutlich irgendeine andere AE-Fähigkeit bekommen, die das macht, was vorher Thunderclap, also Donnerknall, gemacht hat. Nehme ich mal an, ne? Wenn wir uns das mal einfach am Beispiel des Priesters, denn das sind nicht ganz so viele Fähigkeiten, das mal anschauen, ist das sicherlich ganz interessant, weil schauen wir uns da mal drei Sachen an, die entfernt wurden und stellen dem gegenüber, dass viele Leute dann sagen, oh, das wird dadurch noch mehr casual. Das wollte ich gerade sagen, das ist immer das, was von den Leuten kommen wird. Ja. Oh, das wird ja voll noch mehr casual und ich möchte es wieder so anspruchsvoll haben wie zu FC-Zeiten. Gut, wenn wir beide nur. Wir können ja immer nur lachen. Ja. Wenn das einer ernsthaft sagt, denken uns, ja, warst du dabei? Aber was, also ich weiß gar nicht, ich glaube, die Sachen habe ich mir die im Detail schon angeguckt. Ja, ja, kann sein, aber ich habe darüber gesprochen. Innerer Wille wurde entfernt, inneres Feuer wurde entfernt, ja. Und Leerenverschiebung zum Beispiel. Leerenverschiebung ist ein aktives Ding, das ist ein relativ starker Cooldown gewesen im PvP und im PvE, wo man die HP von sich und dem Ziel tauscht. Genau.
Und jetzt also das eingeführt übrigens mit MOP, ne? Die wurde mit MOP erst eingeführt und wird jetzt rausgenommen. Also das ist ein starker Cooldown, das ist schon eine wirkliche Änderung einer Spielmechanik, die allerdings ja auch erst mit MOP reingekommen ist und die es vorher halt nicht gab. Und dass innerer Wille und inneres Feuer entfernt wird, also erstmal haben sie ja schon mal was Gutes getan, indem sie innere Wille und inneres Feuer zu einem zu einer Aura gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wann das der Fall war. Vorher musste man sich das immer buffen und das hatte eine temporäre Dauer. Inneres Feuer hatte sogar früher Stacks und hat einem Rüstung gegeben und wenn die Stacks weg waren, musste man es nachbuffen. Eine unglaublich gequirlte, unhandliche Scheiße war das. Und also ich weiß nicht, wie es im Moment ist, aber als ich zuletzt geradet habe, haben sowieso alle Priester immer mit inneres Feuer gespielt. Und im PvP hast du eigentlich auch immer mit inneres Feuer gespielt. Es gab ein paar Situationen mit denen, also ganz, ganz, ganz wenige und eher so ganz, ganz seltene, wo man mal mit innerer Wille gespielt hat, aber grundsätzlich war es sowieso in 90% der Fälle inneres Feuer. Und wenn ich da etwas habe, was an sich unnötig ist, dann kann ich es auch in Passiv reinpacken und mir schenken. Also diesen Effekt, ne, der hat ein bisschen Rüstung gegeben und 10% Spellpower. Dann kann ich dem Priester auch passiv 10% mehr Spellpower geben und die Rüstung etwas erhöhen, die er über Dings bekommt. Und dann brauche ich diesen Skill nicht. Also es ist halt kein mit dieser Aura vom Skill. Jäger, ne? Vom Jäger, genau. Also dieser Aspekt des Falken heißt der, glaube ich, ne? Das weißt du besser, Nevi. Der wird ja irgendwie auch entfernt. Wenn ich dir heute der 10% AP ist das, ne? Ja, der Aspekt des Falken wird entfernt und eigentlich nur durch den verbesserten Aspekt ersetzt. Also eigentlich aber der verbesserte merkwürdig. Aspekt hat doch nur den Effekt auf den reduzierten Schaden, oder? Genau. Schadensreduzierung. Richtig. Ja, es gibt also ganz, ganz viele Fähigkeiten, die einfach entfernt wurden, die teilweise aber auch einfach nur nervig waren, ne, muss man sagen. Beziehungsweise aber auch auf der anderen Seite, wo man sich gedacht hat, das macht das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen zu voll einfach und zu übervoll. Auf der anderen Seite hier auch nochmal, um ganz kurz darauf zu gehen, die Erneuerung zum Beispiel ist jetzt nur noch für, also das glaube ich der Heal Over Time vom Priester, ne? Das ist nur noch für Heiligpriester verfügbar. Das bedeutet also weder Disziplinpriester noch Schattenpriester, und ich glaube, die wird es dann vor allen Dingen interessieren, können das jetzt noch machen. Da ist natürlich auch was Neues, weil als Shadow konntest du das ja, ne, bisher. Das ist hauptsächlich, glaube ich, eine Änderung, die in Richtung PvP abzielt. Also für PvE hat das wenig Relevanz. Also wenn ich Diszi gespielt habe, wir haben ja immerhin zusammen noch geradet zu Beginn von MOP, das Ding, du hast das normalerweise nicht belegt, es sei denn, du hast einen Encounter, wo du irgendwie permanent laufen musst und vielleicht nochmal ein Renew irgendwo draufhaust. Wie zum Beispiel hier, wo man durch diesen Tunnel rennen musste, da mit den Wirbelwinden, die einem entgegenkamen. Mhm. Ich glaube, das war die einzige Stelle, wo ich Renew im PvE seit Jahren als Diszi benutzt habe. Es war einfach überflüssig. Es hatte eine schlechte Mana-Effizienz, es hatte einen schlechten Heal per Cast, einen schlechten Heal per Second als Diszi. Es war total überflüssig. Man brauchte es nicht und von daher kann man es auch rausnehmen. Die Änderung zielt, glaube ich, mehr auf PvP, aber da gibt es ja etliche Änderungen, die in Richtung PvP zielen. Ja. Wo es, glaube ich, als Gesamtpaket Sinn macht, darüber dann nochmal zu sprechen. Also für mich gute, sinnvolle Änderungen. Ich will halt auch, also ganz ehrlich, also früher war das ja noch schlimmer. Du hattest in deinem Spellbook irgendwie 12 Seiten und du brauchtest 10 Spells davon in deiner Spec vielleicht oder 20, wenn es ganz, ganz hoch kommt. Ja. Und der Rest war irgendwie da und hat dir eigentlich nur das Spellbook zugemüllt. Also ich bin ja ehrlich, ich gucke da immer ziemlich auf den Jäger und ich habe mir halt die Alpha-Patch-Notes angeschaut und habe halt nur quasi so einmal wie so auf dem Foto auf die Notes geguckt und habe halt nur gelesen, dass ganz oft am Ende beim Jäger eben entfernt stand. Dann habe ich es mir halt durchgelesen und also einerseits, ich war schon... Ist der Schritt in Richtung, der Jäger wird entfernt. Eigentlich ist momentan, also es fühlt sich im ersten Moment so an wie, okay, der Jäger, beziehungsweise mein Jäger oder mein Raid-Jäger wird gerade entfernt. Okay. Einerseits, klar, wenn so vieles wegfällt, ich habe es jetzt in den Add-ons immer mehr gemerkt, dass wenn jetzt wirklich du aktiv am Raiden bist, du hast halt deine Vielzahl an Makros und irgendwie für jeden Boss irgendeinen kleinen Scheiß irgendwie in deiner hier Bartender drin liegen und irgendwann wird es halt einfach zu voll und du weißt nicht mehr, wohin damit. Und klar, es hat gute Seiten, aber ich weiß nicht, mir als Jäger schmerzt mein Herz, wenn ich sehe, Schnellfeuer wird entfernt und ach. Schnellfeuer ist der Haste-Cooldown. Das ist nochmal einziger. Oder? Ja, genau, die haben den Jäger erst mit dem vorletzten Patch, oder ich weiß gar nicht, wann es kam, dann kam ja Readiness weg.
Dass Readiness eben, war das Resetten der Cooldowns. Dass alle Cooldowns resettet worden sind, oder beziehungsweise die meisten. Und jetzt nehmen sie halt das Schnellfeuer noch mit weg. Ich weiß nicht, an sich, ein Laden wurde entfernt, es ist irgendwie zu so einem Rock geworden, der es aber irgendwie sowieso schon war. Also manche Sachen verstehe ich da auch noch nicht ganz. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich hoffe wirklich, ich kann auch dann die Beta spielen und kann es mir mal anschauen, weil, also gerade fühle ich mich so, als würde es den Jäger nicht mehr so geben, wie ich den Jäger kenne. Der das ist auch ein schwerer Name, Celestalen, ich glaube sowas richtig, ist ja quasi der Nachfolger von Growthcrawler, der so quasi nach außen hin für die WoW-Entwickler spricht, wenn es um die Klassenänderungen geht. Übrigens auch eine ganz witzige Geschichte hat er im Podcast erzählt, wie der überhaupt zu Blizzard bekommen ist. Ich glaube, Barlow habe ich das schon erzählt. Mhm. Es gab damals zu WoTLK-Zeiten ein Programm, das nannte sich Raw. Das war so ein Tool, vor allen Dingen, glaube ich, am Anfang für Druiden geschrieben, mit dem man nachgucken konnte, also so einfach so ein Serialcraft Tool, mit dem man halt seine Equip, seine Ausrüstung etc. planen konnte. Und der hat außerdem sehr, sehr viele Spreadsheets gemacht, halt veröffentlicht und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er eine E-Mail bekommen von Greg Street, also von Ghostcrawler: Hey, mir gefällt deine Arbeit, lass es doch mal zum Mittagessen treffen, so in die Richtung. Und ja, im Prinzip hat der dann darüber, was der so privat fürs Spiel gemacht hat, dadurch dann Job angeboten bekommen und ist jetzt offensichtlich in der leitenden Position ein paar Jahre später bei Blizzard. Ich weiß gar nicht, was der studiert hat, beziehungsweise was der da gemacht hat, ob der vielleicht überhaupt irgendwas gemacht hat, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber finde ich ganz cool, wie man zu einem leitenden Entwickler bei Blizzard. Was ich übrigens super finde, ne? Also so eine Entwicklung, weil die Theorycrafter in WoW, ich glaube, die sind ein bisschen weniger geworden nach WoTLK, weil einfach auch zum Beispiel Editist Jerks, was hier so ein Theorycrafting-Forum ist, wo sehr, sehr viele gute Leute unterwegs waren, so ein bisschen abgenommen hat und da nicht mehr viel los war. Aber also grundsätzlich haben viele von diesen Leuten und diesen Spielern, die auch, ob das nun die Entwicklung von Raw war oder es gibt zum Beispiel, das wird Navy kennen, femaledwarf.com, die Hunter-Website. Mhm. Es gibt halt viele, viele Leute, die sowas machen, entweder Apps oder Spreadsheets oder so, die sich mit Spielmechaniken ganz, ganz doll auseinandersetzen und die sehr, sehr schnell auch Änderungen in den, die auch nur in Patchnotes angekündigt sind, daraufhin überprüfen können, ob sie, ob das gute oder schlechte Änderungen sind oder worauf die hinauslaufen und oft auch schon Tendenzen erkennen können, die sich in der Entwicklung oder in der Skalierung von Equipment und so weiter betrifft. Und mich hat es oft geschockt und gewundert, wenn ich so Patch-Änderungen gelesen habe, dass ich oft das Gefühl hatte, wow, da hat jemand nicht so ganz nachgedacht, was er machen wollte und erreichen wollte und das wird wieder ein Patch brauchen. Das wird so live gehen vielleicht, aber das wird nicht lange so bleiben. Und deswegen bin ich froh über so eine Entwicklung. Aber jetzt nochmal zum Hunter. Also es ist natürlich schwer, worauf das hinauskommt. Diese Geschichte mit den Cooldowns. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass ein bisschen was von dieser Cooldown-Geschichte auch wieder in Richtung PvP geht. Denn wir alle wissen, wie krass Cooldown-abhängig, also das heißt, wir alle wissen, ich bin jetzt kein High-Level-PvP-Spieler gewesen, aber schon von unserem Low-Level-PvP weiß ich, was Cooldowns für eine massive Auswirkung im PvP haben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass, kommen wir vielleicht später auch noch dazu, es gibt ja auch eine weitere Reduktion von Crowd-Control und weniger Crowd-Control und mehr gleichzeitig oder mehr auf demselben dänischen Return liegende Crowd-Control, dass das möglicherweise auch mit dem PvP zu tun hat. Was das PvE betrifft, fand ich Cooldowns immer unglaublich nervig. Es sei denn, es waren halt welche, wenn ich halt Heiler gespielt habe, wo ich halt wusste, die kann ich reaktiv als Überlebens-Cooldown ziehen und da hat es irgendwie für mich einen Mehrwert, damit zu spielen. Als DD war es so, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder der Boss hatte eine tatsächliche Cooldown-Phase, also eine Burn-Phase, wo man wirklich was raushauen musste. Dann fand ich es gut, dass ich mit Cooldown spielen musste, weil ich das Gefühl habe oder gehabt habe, dass das sinnvolle Einteilen dieser Cooldowns tatsächlich was bewirkt hat. Oder aber in der Mehrzahl der Boss-Fights, die ich in Erinnerung habe als DD, muss ich als Einschränkung machen, das ist schon eine Weile her, war es so, dass man eigentlich fast jeden Cooldown-Skill permanent gedrückt hat, wenn er ready war. Wenn dem so ist, ist er an sich ja überflüssig, weil er nichts anderes als Teil der Rotation ist. Und wenn etwas Teil der Rotation ist, dann brauche ich es aus so Spieldesign-technischer Sicht nicht als Cooldown zu machen. Das ist einfach nur, damit jemand einen Skill hat und einen Knopf mehr drücken muss. Und wann immer Knöpfe, die man einfach nur mehr drücken muss, ohne drüber nachzudenken, entfernt werden, finde ich das grundsätzlich gut. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich muss halt auch sagen,
Jetzt, wenn wir das Raid-technisch sehen, ich habe das, also wir hatten das jetzt so oft in der Vergangenheit, dass wir gesagt, also wenn wir vor irgendeinem Boss standen, keine Ahnung gehen, rumprobiert, bis wir dann die Cooldowns so getimed hatten, dass es vom Damage her gepasst hat. Und sowas macht halt mega Spaß, wenn du meinst, okay, warte, dann ziehe ich meinen Cooldown nicht da, sondern ich ziehe ihn jetzt bei XY und dann klappt das. Und ich habe auch immer mega viel Spaß, so, ja, eben wenn diese Burst-Phasen kommen, einfach, okay, ich drücke jetzt hier meinen Tasten, tack, 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 und jetzt kann es losgehen. So weiß ich, jetzt haue ich halt Damage raus. Und das ist halt, weiß nicht, so eine psychologische Sicht vielleicht, aber ich finde, das gehört halt einfach dazu. Also was ich schon erschreckend fand, war, dass in vielen, vielen Fällen hat man sich bestimmte Cooldowns 100% gemakrot. Also einfach, man drückt eine Taste und löst damit direkt zwei oder drei oder vier Cooldowns aus. Und wann immer das passiert, ist die Menge an Cooldowns überflüssig. Dass man einen dann hat, okay. Aber dass man mehrere hat, die man sowieso, wenn man sie zieht, immer zusammenzieht, dann brauche ich das halt nicht. Dann ist das für mich ein vom Game Design her nicht nur nicht gutes, sondern eher sogar schlechtes Element. Das hatte ich halt, also zumindest als Gefühl hatte ich das relativ häufig, zum Beispiel als ich Schurke noch gespielt habe. Ich hatte auch nicht so viele. Ich habe halt Dings, wie heißt der? Meucheln heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Aber egal, ja. Also jedenfalls da hatte ich nicht so viele Cooldowns. Und die wenigen, die ich hatte, habe ich zusammengezogen, weil sie in vielen Fällen dann auch noch irgendwelche Synergieeffekte haben und dann noch stärker sind. Aber ich kenne das im Counter-Design, das neue noch nicht. Wer weiß, ob sie von solchen Burn-Phasen und umgekehrt für die Heiler halt Boss-Burst-Damage-Phasen weg wollen. Ich fände das grundlegend nicht verkehrt, weil ich persönlich immer das Gefühl hatte, wenn wir jetzt Richtung Encounter-Design gehen, dass man mehr auf Timer-Balken guckt und irgendwelche Dinge tut, weil ein Timer-Balken sich gen Null nähert, als dass man tatsächlich den Encounter selbst in Anführungsstrichen spielt. Also auf das reagiert, was da passiert und was ich, wenn Ads kommen, tötet man die Ads und eben nicht darauf guckt, bla bla bla, Imba Hammer of Doom des Bosses incoming in 17 Sekunden und du dann genau mit 3, 2, 1 anzählen kannst, wer jetzt alles welchen Raid-Cooldown wirft, damit der Tank überlebt oder damit der Raid überlebt, ne? Naja, also es kann ja auch in die schlechte Richtung gehen. Ich meine, wir haben es gesehen, auch jetzt auch wieder beim Jäger Anfang MOP mit diesem tollen One-Shot-Makro. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht Videos so gesehen habt. Ganz bekanntes Video, zwei WM-Hunter in der Arena, halt ein Makro gedrückt und alles war tot innerhalb von 2-3 Sekündchen. Und dann wurde eben erst daraufhin Stampede genervt und dann ging es halt irgendwie... Die Cooldowns. Bei Stampede war das, glaube ich, am Anfang so, dass die Pets auch jeweils ihr Special ausgeführt haben, ne? Wenn die einen bestimmten Buff hatten, haben sie den Buff gebracht. Das heißt, du hattest dann als Beastmaster, wenn du 5 verschiedene Pets hattest, die Möglichkeit, dich mit allen Raid-Buffs, inklusive Hero, zu buffen, ne? Inklusive Stun und Nest und Distel und alles. Das finde ich lustig. Ja. Also lustig, dass es mal ging, aber natürlich gut, dass es nicht mehr geht. Ja, auf jeden Fall. Aber beim WM kam mir das eh so relativ krass vor am Anfang, dass der halt irgendwie 80% seines Schadens gefühlt durch irgendwelche Cooldowns macht, die länger als 30 Sekunden sind. Wo du es gerade angesprochen hast, wollen wir vielleicht nochmal kurz auf die, oder was ist kurz, wollen wir dann mal auf die Crowd-Control- bzw. PvP-Änderungen eingehen? Können wir machen, wobei, glaube ich, also Nevi und ich da nicht die perfektesten sind, abgesehen von unserer großartigen Low-Level-PvP-Gruppe also, mit 5 Disziplinen. Das muss man vorausschicken. Das ist jetzt also quasi PvP-Ansichten von Noobs, ja. Ja, wobei man sagen muss, ich habe früher wirklich gerne und nahezu ausschließlich PvP gemacht, aber die Art und Weise des PvP in WoW plus mein Mangel an Skill haben dann dazu geführt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr dazu hatte. Aber ich glaube, sie haben da jetzt, also gerade was wir jetzt angesprochen haben und gerade auch bei Heilung zum Beispiel, weil bei dem Items-Quish wird ja darauf geachtet, beziehungsweise auch bei Raids wird ja darauf geachtet, dass man zum Beispiel, um da nochmal ganz kurz drauf zu kommen, also sie machen es ja, momentan ist es so in Siege of Orgrimmar, als Heiler, man achtet im Prinzip darauf, dass die Leute auf 100% bleiben. Mit der neuen Erweiterung wird es so sein, dass sie das einführen, dass die Leute halt nicht unbedingt auf 100% haben sie das nicht schon dreimal gesagt? Ja. Dass die Leute nicht immer auf 100% sein müssen? Das kann sein, ja. LFR Garalon, da ging das tatsächlich. Also sehr viele,
Änderungen, die sie so durchführen, aufs PvP ab. Crowd Control natürlich ganz klar. Also du hast gerade schon gesagt, es werden unheimlich viele Crowd Controls entfernt und auf der anderen Seite aber auch Crowd Control Effekte, sogar noch mehr. Also Crowd Control, nicht Effekte, sondern na, die Brecher davon. Also dass es halt insgesamt nicht ganz so viele Crowd Control Effekte gibt, aber auf der anderen Seite auch weniger als momentan heute Brechungen davon, dass man halt sowas nicht sofort negieren kann. Das ist natürlich auch eine ganz klare PvP-Änderung und generell will Blizzard einfach, glaube ich, das PvP in Warlords of Draenor noch mal ein bisschen weiter nach vorne bringen. Seitdem sie jetzt den Holinka haben, ich weiß gar nicht, kam der vor Mob oder nach Mob, auf jeden Fall könnte er schon in Kataklysm gewesen sein, arbeitet da jetzt halt jemand wirklich sehr, sehr intensiv daran, PvP wieder nach vorne zu bringen. Glaubst du, sie haben da eine Chance? Weil ich meine, jetzt führen sie ja auch mit Warlords of Draenor endlich, ja, nach Jahren, nachdem man schon für PC angekündigt hat, den Zuschauermodus ein. Also das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das letzte Mal, als ich PvP geguckt habe, war bei der BlizzCon. Da habe ich mir irgendwie den BlizzCon-Stream mit deren, ich weiß gar nicht, was das für ein Turnier war oder so, keine Ahnung, angeguckt und habe halt festgestellt, ich verstehe nicht so recht, was passiert. Ich gucke nur auf HP-Balken, höre dem Ja. Kommentator zu und der sagt mir dann, oh, da hat er keine Insignie mehr, das wird jetzt eng und so weiter und so fort. Und dann dauerten die Kämpfe irgendwie immer alle gefühlt ewig lang und Ja. keine Ahnung. Also es war unübersichtlich zum Zuschauen und ich habe irgendwie nicht so recht verstanden, was da wirklich passiert, was wer gerade macht, wodurch wer wen in Bedrängnis bringt und so weiter und so fort. Aber das ist auch insofern, glaube ich, klar, weil jedes Spec im PvP schon alleine so besonders ist, dass wenn man sich nicht auskennt, man überhaupt gar nicht versteht, was versucht der gerade, was ist seine Stärke, was ist seine Schwäche, was möchte er verhindern und so. Ja. Aber grundsätzlich für Spectator Mode finde ich super. Finde ich eine super Sache. Ich glaube, ich werde mir gerne das ein oder andere Mal PvP angucken. Was sagst du dazu, Nevi? Oder ist das noch nichts, was dich interessiert? Ich muss ja erstmal ganz ehrlich sagen, also eigentlich habe ich aufgehört, Arena zu spielen, als ich dann die Bäumchen durch die Arena blinken sehen habe. Ach, ich dachte, als das Makro nicht mehr ging für deinen Nee, das war, als ich dann DM-Jäger. Bäumchen blinken sehen habe. Nee, ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass sie es endlich einführen. Ich denke mal, Wieso das wird blinken die. Bäumchen? Na, mit Symbiose. Die Die blinken gibt's ja sich nicht dann mehr, durch wird die entfernt. Arena. Ja, deshalb ja, ne? Also erstmal, deswegen habe ich dann zum Beispiel aufgehört, oder war ein kleiner Grund. Nee, ja, ich spiele jetzt eben auch nicht mehr aktiv. Mir ist es auch wirklich zu viel Crowd Control, weil teilweise, wenn du da irgendwie gegen einen Hexer gestanden hast, du bist halt irgendwie gar nicht mehr rausgekommen, du bist zu nichts gekommen. Das war halt übertrieben. Und je nachdem, was du halt für Kombos hattest, hattest du halt auch einfach nicht so die Chance. Und ich finde es auf jeden Fall vernünftig, dass so viel rausgenommen wird. Das macht das Spiel auch irgendwie, finde ich, interessanter, oder sie versuchen zumindest zu balancen. Und ja, Zuschauermodus, ich meine, wie gesagt, also Ball sagte schon, der wurde ja seit Jahren gefordert und ja klar, wenn man nichts zu tun hat, ich meine, ob ich jetzt irgendwie AFK oder Halbbrain AFK dann im Aha stehen, kann ich mir auch irgendwie ein paar Spiele anschauen. Das ist schon vernünftig. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie den dann aufziehen. Bisher, ja, ne, werden wir mal sehen. Ich habe ja schon zu Barlow gesagt, wir können dann auf jeden Fall endlich mal auch Turniere veranstalten. Da freue ich mich am meisten darauf. Ja, nicht wir beide. Also wir spielen jetzt kein Turnier, nehme ich Wir an. gucken zu. Hoffe ich. Ich hoffe auch. Das wäre dann eher so ein Showmatch. Könnten wir vielleicht so einen Straßenkampf mit Steve doch noch machen, aber in der Arena. Aber. Naja, nee, also von daher, das, was ich bisher so an Feedback gehört habe, wobei ich auch echt sagen muss, ich habe da weniger Ahnung von, deswegen habe ich es zuerst auch gar nicht in meine Themen mit aufgeschrieben, weil ich dachte, ah, schlechtes Terrain für dich, ja, du begibst dich da auf dünnes Eis, auf ganz dünnes Eis, wenn du über PvP redest. Aber einfach jetzt so als Noob von außen hin sind einfach viele Änderungen insgesamt vorgenommen worden, die dann auch den PvE-Bereich betreffen. Also da haben Aber sie auf jeden Fall ob du Mut jetzt mal ein gehabt, Noob ne? bist oder nicht, also findest du grundsätzlich PvP interessant? Ich meine, du hast immerhin Ja. auch mal in der PvP-Stammgruppe gespielt. Ja, Ja. Nevi auch, ich auch. Und keiner von uns dreien hat vermutlich in den letzten Jahren wirklich intensiv über längere Zeit PvP als wichtigen Inhalt des Spiels gespielt. Man hat vielleicht mal irgendwie Richtig. hier und da sein Punktecap gemacht. Man hat vielleicht auch mal Bock gehabt, an einem Wochenende oder so mal ein bisschen Arena zu machen. Aber das als wichtigen Spielinhalt, so wie PvE wahrzunehmen, das war bei mir schon seit Jahren nicht mehr der Fall. Und zwar Bei mir unter auch anderem nicht. deshalb,
weil ich mir dachte, was zur Hölle macht der da eigentlich? Und das war fast immer irgendwelche Kombination von Wegrennen, gegen das ich nichts machen konnte, oder wo ich nicht mal verstanden habe, was da passiert, sagen wir es besser so, oder CC't werden, wo ich nicht mehr wusste, wie mir wird. Und ich glaube, das schreckt viele Leute ab, also kann ich mir vorstellen. Ja, also ich glaube auch, dass sie es halt aber auch über Jahre echt stiefmütterlich behandelt haben. Jetzt haben sie da wieder ein bisschen was versucht. Auch zum Beispiel ist echt Ewigkeiten gefordert, dass die Geplänkel, also dass man Arena einfach just for fun auch spielen kann. Dass das ich dachte, das kann man. Kann man das nicht mehr? Nicht. Kommt dann wieder rein. Ging schon Ewigkeiten halt nicht mehr. Und die Leute haben immer gefragt, wieso? Wieso habt ihr das rausgenommen und warum dürfen wir das nicht mehr? Ne? Und das kommt halt auch wieder rein. Das sind so Sachen alles, wo ich mir halt denke, ja, die hätten schon lange eigentlich kommen sollen. Aber gut, der Holinka, der jetzt dafür zuständig ist, scheint da wirklich Gas zu geben und ist da jetzt dran. Seit, ich glaube, dem Ende von Qatar, also konnte er jetzt auf die wirklichen Entwicklungen in OP nicht so richtig viel Einfluss nehmen. Und man sieht jetzt halt aber auch, dass sie, finde ich, das gesamte Paket so ein bisschen so versuchen zu integrieren, dass beides irgendwie passt, dass man halt den PvE-Spaß nicht verdirbt, aber trotzdem entscheidende Änderungen damit einbaut, sodass vielleicht der PvP-Spaß halt ja, wiederhergestellt ist. Vielleicht sind dann solche ganzen, also diese ganzen Fähigkeitsstutzen Sachen, dass die auch viel mehr gar nicht so unbedingt auf den PvE-Bereich gemünzt sind. Die stören da zwar nicht und sind auch recht sinnvoll da, aber viel wichtiger halt in der Arena, ne? Also ich denke auch, die wollen irgendwie versuchen, was wieder gut zu machen, weil ich kenne so viele Leute, die wirklich gesagt haben, okay, ich bin PvP-Spieler, das in WoW ist einfach nichts mehr. Da gibt es Spiele, die es besser umsetzen als WoW. Dazu muss ich nicht mehr WoW spielen, um halt PvP spielen zu können. Ich kann halt sehr guten PvP in anderen Spielen spielen. Und da kenne ich echt viele, die deswegen aufgehört haben und dann eben zu LoL oder Schieß mich tot gewechselt haben. Gut, ob ich das LoL damit vergleichen würde, aber ja. Ja, es ist halt diverse Spiele. Aber halt irgendwie ein anderes Spiel, wo sie halt das Gefühl haben, dass es irgendwie vielleicht eher auf Skill, was ich was ankommt. Ich weiß nicht, was die PvPler suchen. Mir kommt es immer nur darauf an, möglichst leicht Leute ownen zu können. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich keinen Bock mehr. Aber hier diese, also ich korrigiere mich, wenn ich es falsch zusammenfasse. Nur das, was ich mir durchgelesen habe, wollen sie doch grundsätzlich erstmal einiges an CC-Effekten entfernen. Ja. Und dann grundsätzlich die CC aufteilen in eine Verlangsamung oder nee, die Verdammung, glaube ich, kaum davon betroffen, aber in Wurzeln, also in Root-Effekt. Mhm. Dann irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei WoW heißt, aber in Mesmerize nennt man es, als die Dark Age of Camelot-Spieler werden das noch kennen. Das ist ein Effekt, in dem man zwar nichts tun kann, aber der durch Schaden abgebrochen wird. Mhm. Und dann eben echte Stunts. So Zap. Also Zap zum Beispiel, genau. In WoW gibt es die unter anderem als Disorient, aber dann gibt es halt auch noch vier Effekte, die eigentlich das Gleiche machen, abgesehen davon, dass du abhaust, also wegrennst und leichter Schaden den noch nicht bricht. Aber also grundsätzlich gibt es halt diesen Effekt und dann eben noch einen Stun, die stärkste Form des CC, da machst du halt gar nichts und kannst vollen Schaden nehmen. Und dann gibt es halt noch Interrupt und Silence als Unterbrechung bzw. Verhindern von Casts. Und da gab es eine Zeit lang so viele und deren Diminishing Returns. Frag mal selbst die erfahrenen PvP-Spieler, welche Skills von welcher Klasse genau mit welcher anderen auf welchem Diminishing Return liegen. Und das, da wirst du schon irre dabei. Also Diminishing Return bedeutet, wenn derselbe Skill oder derselbe Effekt mehrfach auf dich wird, wird er mit zunehmender Anwendung auf dich abgeschwächt. Bis zu einem Punkt, wo er halt gar nicht mehr wirkt. Und alleine rauszufinden, was denn überhaupt miteinander einen Diminishing Return hat und was dann umgekehrt aber Synergien hätte, weil es keinen Diminishing Return hat, ist schon eine Wissenschaft für sich. Und Blizzard hat auch ständig was dran geändert, weil sie gemerkt haben, oh, bestimmte Klassen, Kombos funktionieren unter anderem deshalb so gut, weil sie sehr viele CCs haben, die sich gegenseitig nicht beschränken, die sich gegenseitig nicht behindern. Und dass sie jetzt sagen, so, wir machen da weniger draus und setzen mehr auf dasselbe und nehmen ein paar Klassen ihre CC weg, finde ich absolut gut und richtig. Ich hoffe nur, dass sie sogar noch ein bisschen mehr an den Diminishing Returns ändern, dass du von bestimmten Effekten schneller gar nicht mehr betroffen werden kannst. Bei Dark zum Beispiel, Dark Age of Camelot, war es so, wenn du irgendeinen Stun-Effekt bekommen hast, dann warst du erstmal eine Minute immun gegen Stun-Effekte danach. Und das macht halt so CC-Chains. Ich glaube, es gibt Videos von Spielern, die wirklich minutenlang
in der CC-Chain gehalten werden und sie können nicht raus. Sie haben einmal ihre Insignie, um rauszukommen, aber danach, weil die Gegner natürlich auch wissen, woraus kommt der raus und woraus nicht, und danach, ja, stehst du halt wieder in so einer Reihe von CCs, und das ist frustrierend. Also überhaupt diese Loss of, wie heißt das, Loss of Control Geschichten beim Charakter sind, glaube ich, auch unglaublich, für mich sind sie unglaublich frustrierend zu spielen. Du sitzt am Keyboard und kannst nichts machen. Und ich glaube, für viele sind sie das. Und dann noch die Arena-Matches vielleicht sogar deswegen zu verlieren, weil man einfach die ganze Zeit nichts machen konnte. Ja, ich habe es umgekehrt. Ich saß auch mal am anderen Ende. Ich habe damals den Schurken gespielt und habe fast nur Stunlock gespielt. Und das ist dasselbe Prinzip auf der anderen Seite gewesen. Ich habe die Leute einfach nur im Perma-CC gehalten und nicht gewonnen, weil ich besser gekämpft hätte als sie, sondern weil ich sie nicht habe kämpfen lassen. Und da freue ich mich drauf. Also bin ich mal wirklich gespannt, was, ich auch, ja, was genau sie da machen. Es gibt auch noch eine Interrupt-Änderung. Interrupt hat ja bisher immer auch einen Silence-Effekt für die entsprechende Spell-Schule mitgebracht. Ne? Genau, dass wenn sie danach irgendwie 8 Sekunden, also zum Beispiel du hast geheilt, kannst 8 Sekunden nicht mehr heilen. Naja, es waren weniger. Es waren, glaube ich, 4 oder 3. Aber grob, grundsätzlich, du castest halt einen Heal. Die Zahl genannt. Du castest halt einen Heal und dann gibt es einen Kick. Und wenn der Kick deinen Heal tatsächlich interruptet, dann bist du für, ich glaube, je nach Klasse zwischen 3 und, keine Ahnung, ich glaube 3 und 5 Sekunden oder so unterbrochen auf die Spell-Schule. Und dann gibt es halt noch einen Silence. Ein Silence ist ein Effekt, der dich einfach erstmal, glaube ich, gibt es unterschiedliche Längen, aber so zwischen 3 und 5 Sekunden am Zaubern hindert. Und mit dem großen Unterschied, dass es ein paar Immunitätseffekte gibt, die Silence aufheben, aber nicht einen Block von der Spell-Schule. Als berühmtestes Beispiel, wenn Paladin beim Heilen unterbrochen wurde, war es so, dass er keine Holy Spells nutzen konnte und seine Bubble ist ein Holy Spell. Also er konnte keine Bubble ziehen, wenn er einen Kick abbekommen hat, während er gecastet hat. Wurde er aber gesilenced, konnte er die Bubble ziehen und damit den Silence loswerden. Und die wollen, glaube ich, doch den Interrupt so machen, dass er tatsächlich nur den entsprechenden Cast unterbricht, der Cast aber sofort wieder anfangen könnte zu casten, ne? Ich glaube ja. So haben wir es gelesen, ne? Als wir uns das angeschaut haben. Ich habe es gerade hier nicht vor Augen, aber darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten, als wir uns das gerade durchgelesen haben, sozusagen. Auf so eine Änderung wäre ich nie gekommen. Wenn ich überlegt hätte, wie würde ich das ändern wollen, ich wäre nie auf so eine Änderung gekommen. Ich glaube, das muss man auch teilweise dann wirklich selber mal spielen, um zu gucken, wie klappt das wirklich und wie funktioniert das etc., oder? Vermutlich, also ja, vermutlich. Aber grundsätzlich hat man jetzt als Caster dann natürlich nicht mehr so große Angst vor Kicks. Als Heiler war es so, wenn ich PvP gespielt habe, als Heiler war es halt so, dass ich extreme Panik hatte in bestimmten Situationen eine Heilung mit Castzeit, mit Zauberzeit anzusetzen, weil ich wusste, wenn ich das mache, kann ich gekickt werden und wenn ich gekickt werde, dann kann ich 4-5 Sekunden lang nichts machen und dann ist die Situation also gelaufen. Da hat man schon versucht anzutäuschen, ne? Ja, genau, die ganzen Fake-Casts. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum eben Renew, Erneuerung zum Beispiel beim Priester rausgefallen ist. Das ist ja ein Instant-Spell, also ein Instant-Hot. Und der war wichtiger Bestandteil im PvP, weil er eben keine Cast-Zeit hatte. Das heißt, du konntest währenddessen nicht gekickt werden. Ja, also ich glaube, die Änderung müssen wir uns auf jeden Fall nochmal live angucken und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich finde übrigens, die nächsten Änderungen, über die ich mit euch sprechen wollte, sind nämlich bei den Primärattributen bzw. bei den Buffs und Debuffs, sind auch wieder alles Sachen, die wirklich höchste Zeit waren. Ich meine, die Primärattribute, das war ja sowieso so ein kleines Ungleichgewicht, als sie das Ganze damals gestaltet haben und die Sekundärattribute wie damals, ich glaube, was gab es denn? Da gab es ja noch Angriffskraft direkt und etc. pp. Es gab zwischendurch mal alles Mögliche. Es gab mal Waffenkunde, Armor Penetration. MP5 gab es noch. Ich weiß gar nicht, was es noch alles gab.
Blizzard hat auf jeden Fall jetzt sich die drei Primärattribute, also Beweglichkeit, Stärke und Intelligenz, angeguckt und gesagt, Stärke ist irgendwie schon krass im Nachteil gegenüber den beiden anderen Sachen. Deswegen haben sie da Änderungen durchgeführt, zum Beispiel, dass Beweglichkeit nicht mehr die kritische Trefferchance erhöhen kann, weil sie konnten ja im Prinzip, oder Beweglichkeit konnte beides. Zum einen hat es Angriffskraft gebracht und zeitgleich auch noch kritische Trefferchance, weswegen zum Beispiel das dann damals auch mal für, als das noch auch für Stärkeklassen, also Krieger zum Beispiel galt, war das dann gar nicht so schlecht etc. Intelligenz zum Beispiel erhöht auch nicht mehr die kritische Trefferwertung von Zaubern, sodass sie das beides halt rausgenommen haben und einfach wirklich nur grundsätzlich erhöht. Also es int jetzt genau das, was früher Spellpower war. Genau, also, ne? Sozusagen, ja. Aber um das Ganze so ein bisschen auszugleichen, ist es halt so, dass die Grundchance von kritischen Treffern bei allen Klassen nun 5% beträgt. Und da gibt es halt keine unterschiedliche mehr bei Nahkampf und Fernkampf. Ah, die senken doch auch noch den kritischen Trefferschaden im PvP, ne? Bitte was? Das war doch auch noch eine Änderung, oder? Ja. Bin ich da auf dem falschen Pferd? Ja, ich meine ja. Ich glaube, irgendwie Basis ist halt, also dass ein kritischer Treffer doppelten Schaden macht von einem Non-Crit. Und ich glaube, sie wollen es auf 1,5 ändern, statt 2, den Faktor. Ja, auf jeden Fall, also falls ihr euch die Primärattributänderung, weil da gibt es noch einige andere Sachen, zum Beispiel eben, dass es eine passive Fähigkeit gibt, die 10% mehr Crit gibt, ja, diese bekommen alle Klassen, die bisher eben die kritische Trefferwertung bevorzugt haben, also Schurken. Aber ist das jetzt irgendwie eine wichtige, also spielt das eine große Rolle für die Spielmechanik? Nein, aber es ist halt eine wichtige Sache für die Itemization, auf die man halt Rücksicht nehmen muss, ne? Genauso ja, wie diese ganzen anderen Änderungen, die sie da machen. Und das ist halt schon eine grundlegende Sache, weil bisher hat ja jeder gesagt, ah, hier Beweglichkeit, super, ne, kriege ich nicht nur Angriffskraft, sondern auch noch Crit dazu. Aber es haben doch sowieso nur die Agi-Klassen dadurch Crit bekommen. Klar. Die haben ja auch als einziges Beweglichkeit bevorzugt. Aber das Ganze haben sie halt verändert. Könnt ihr euch anschauen. Ein sehr interessantes Thema. Gibt es einen eigenen Artikel zu. Beziehungsweise auch bei Buffs und Debuffs haben sie auch was angelegt. Zum Beispiel hier Rüstungsschwächen. Ist so ein klassisches Beispiel, was ich gut finde. Weil ich meine, das hat bisher jeder sowieso mit irgendwelchen Fähigkeiten automatisch drauf gemacht. Ja. Auch beim Krieger ist es Devastate oder... Ja. Ne, Fairy Fire war es, glaube ich, beim Druiden. Irgendwas, was da sowieso in der Damage-Rotation drin ist. Also, ja. Völlig überflüssig. Genau wie Hunter's Mark ist da auch entfernt worden, ne? Ja. Ja, das ist ganz, ganz bedauerlich. Es war halt auch so, das war ja völlig überflüssig. Ein außer so in PvP. Extrem guter Kernzauber, ne? Wie kann man den bitte entfernen? Ich finde das immer geil, weil ich wette, für jeden einzelnen Spell, der entfernt wird, wird es irgendjemanden geben, der sich darüber aufregt und sagt, das war für mich super wichtig und wird dann irgendeine so komische Situation nennen, die einmal alle Jubeljahre vorkommt, wo er das gebraucht hat und die jetzt nicht mehr geht. Das ist immer so. Ach, ja, aber ich denke mal, mit den Werteänderungen, also man müsste halt dann, müssten sich die Theorycrafter halt ans Werk machen, ne, zum Beispiel bei den Agi-Klassen durchrechnen, ob es sich dann mehr lohnt, jetzt eben doch, also noch immer pur auf Agi-Steinchen zu gehen. Genau, solche Sachen. Oder man halt dann eben Crit sockelt, aber das wird sich ja dann ergeben. Das ändert sich dann halt einfach, das wird dann weniger, ja gut einfach, ne, vergleichsweise mit jetzt. Ja, aber sowas hat für mich irgendwie keine große Auswirkung, weil ob das Ding jetzt einen Crit hat oder nicht, das ist ja völlig egal. Im Endeffekt gucke ich mir an, was bringt mir halt den höchsten DPS-Increase und dann werde ich mein Equipment halt genau, entsprechend drauf auswählen. Genau, ja, das hast du halt bis jetzt wahrscheinlich gar nicht die Frage gestellt, sondern einfach gesagt, ja, Beweglichkeit ist immer cool. Ist ja auch überall drauf, ich meine, du hast ja gar nicht viel Auswahl. Also es gibt ein paar Enchants. Weil man sagen muss, dass sie die Steine generell auch nerven. Ne? Die sind ja auch nicht mehr in jedem Item drin. Da muss halt erstmal wieder was gedroppt bekommen, was auch einen Sockel hat, ne? Gott sei Dank haben sie ja dann... Die waren auch weit verbreitet, oder? Wie seht ihr das? Ich find das schrecklich, weil auf der einen Seite meinen sie, okay, wir wollen diesen armen Raidern Gefallen tun, dass sie ihre Warforged-Items nicht mehr farmen müssen. Auf der anderen Seite machen sie es dann wieder so, ja, euer Item kann aber besser werden, wenn da ein Sockel drin ist. Aber, um den Sockel zu kriegen, müsst ihr 300 Mal... Diablo all over again. Ja, ich hätte 300 Mal im Boss legen. Fuck, kein Sockel. Ja, ciao. Also
Das stimmt schon. Das hat so eine, also vor allen Dingen auch diese Special-Fähigkeiten, die halt drauf sein können, ne, auf den Items. Das Ganze ist auf jeden Fall längerfristig, also ich will es mal positiv formulieren, es ist längerfristiger interessant, in eine Instanz zu gehen, denn die Items könnten immer noch besser werden, ne? Ja, Dieselben. es ist das gleiche wie Warforged, halt nur anders genannt Oh, ein wieder. bisschen anders schon. Ja, was ich noch kurz hinzufügen wollte, generell Buffs und Debuffs, also auch Gruppenbuffs wurden nochmal ein bisschen verändert, ein bisschen gespreadet teilweise. Also zum Beispiel, dass halt Zaubertempo, Nahkampf- und Distanzangriffstempo ja, zusammengeführt wurden in genereller Tempowertung, ist ja auch sehr sinnvoll und da wurden halt noch ein paar Änderungen vorgenommen. Auch recht wichtig, gerade wenn ihr eine Gruppe zusammenstellt, finde ich zumindest. Finde ich nicht schlecht, gerade wenn man eine kleinere Gruppe hat Kann das natürlich. sowieso alles das Hunterpad? Ja, wahrscheinlich Warte schon. mal, ich weiß gar nicht, kann Einige ich wurden das dann entfernt, noch? aber die gibt es dann auch einfach nicht mehr. Keine Aber Ahnung, es soll doch warum. auch irgendwas, nein, können BM, nee, warte mal, war es nicht so, jetzt keine Gewehr und so, aber war das nicht so, dass BMs dann alles buffen können? Weiß nicht. Ja, Können dass sie die doch jetzt Pets auch, irgendwie, oder? Können sie ja, das aber nicht dass jetzt sie halt schon? alle so ein paar auf einmal oder so buffen können, irgendwas war da. Ich hab grad gedacht, du Ja, sagst ohne Gewehr. Ich dachte, BM kann jetzt keine Gewehre mehr ich dachte auch benutzen. erst. Ich war auch völlig irritiert im ersten Moment. BM kriegt jetzt kein Gewehr mehr. Und keinen Mal, du hast Bogen, dir keine eigentlich schon Armbrust, nur noch die sein Pad. Heiländerungen durchgelesen? Ein paar, ja. Dass sie jetzt irgendwie viel weg wollen von den Instant-Spells. Und also gerade beim Priester, alles was Instant war, es hat jetzt plötzlich eine Cast-Zeit. Eine kleine, genau. Also diese Instant-Spells haben teilweise 1,5% Ja, Cast-Zeit. kleiner am Arsch die Räuber hier, da haben die Sachen ja teilweise 2,5 Sekunden. Obwohl bei den Instants weiß ich nicht. Die Nee, Instants haben, glaube vier ich, nur Komma fünf. 1,5, aber Ja, weißt du, wie lange 1,5 Sekunden sind? Als Heiler? ja. Und vor Sie allem, wenn der haben. Tank dann noch down, also low ist, dann kommt das vor wie eine halbe Aber wo Stunde. ich jetzt echt mal sagen muss, wo ich ja finde, dass Blizzard Presswürste sind, die haben ja, wann haben sie das eingeführt? Mit WOTLK oder so? Oder haben die das erst mit Mob eingeführt oder mit Katar? Mit Was denn? Katar, glaube ich. Das 1, 2, 3 Heal-System, das also, was die Single-Target-Heilung betrifft, hattest du beim Priester heißt das Ding auch Heal. Das ist der kleine Heal, der langsam ist, aber der Mana-effizienteste. Dann hast du den Flash-Heal, den hat jede Klasse, der heißt nur überall anders. Und dann hast du halt das Mittelding. Meistens mit einer Basis-Cast-Zeit von 2,5 Sekunden und insgesamt ein relativ dicker Heal mit einer brauchbaren, mit so einem Mittelmum an Mana-Effizienz und Durchsatz. Und es war eigentlich fast immer so, dass der in der Theorie total tolle Einser-Heal, also der ganz kleine, nie, never, ever von irgendjemandem benutzt wurde, außerhalb von grünem Equipment in der Instanzgruppe. Du hast den wirklich nie benutzt. Du hast den vielleicht am Anfang, dachtest du noch, ja, da kann ich ja noch hier den Buff aufrecht halten und bla. Aber im Endeffekt hast du den praktisch nie benutzt. Es gab so ein paar Klassen, die hatten dafür noch 12 Millionen Buffs irgendwie. Je nachdem, was sie machen, kriegt dieser Mini-Heal noch irgendeinen Bonus. Ich glaube, als Paladin hat man den, glaube ich, noch benutzt, weil der einen 100% Bonus auf das Beacon-Target, glaube ich, bekommen hat. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. So. Und den haben sie rausgenommen. Und da habe ich mir, ich habe schon irgendwie seit Ewigkeiten predige ich, mach doch aus diesem kleinen, mana-effizienten Heal einen schnellen Heal. Dann hätte er sein Anwendungsgebiet, dann könnte man den als Heiler wirklich als Filler benutzen. Man würde vielleicht vermutlich nicht mehr als 3 bis 5% der Gesamtheilung damit machen, aber man hätte etwas, was man sinnvoll nutzen kann. Und was machen sie jetzt? Sie nehmen sie komplett raus. Finde ich nicht gut. Pansen sind das. Pansen. Ich fand 1, 2, 3 Heal gut, nur hätte der kleine Heal schnell sein müssen. Also der Hintergrund ist der, einen kleinen, langsamen, mana-effizienten Heal traust du dich erst gar nicht zu casten in einem Encounter, wo es auf irgendwas ankommt. Weil sobald du den anfängst zu casten, setzt dir schon mal der Global Cooldown ein. Und wenn ich sag mal, Tank von irgendwas Schaden bekommt, sodass du ihn wirklich wieder auffüllen mu musst, sind erstmal schon mal diese 1,5 Sekunden vom Global Cooldown verschenkt. Und es ist noch mehr verschenkt, wenn du ihn dann durchcasten lässt. Du hast dann manchmal die Situation, dass du den Heal anfängst und überlegst, ob du ihn abbrichst und einen neuen Heal nachsetzt, sodass du dann mehr oder weniger oft dadurch gezwungen wirst, mit einem Flash-Heal den Tank wieder hoch, es ist meistens der Tank gewesen, mit einem Flash-Heal den Tank wieder hochzubringen und damit das zu negieren, was du gerade mit dem kleinen Heal gemacht hast, nämlich ein bisschen Mana zu sparen. Und da dir das Risiko so hoch war, oder der Tank dir stirbt, weil du halt anfängst, einen Greater Heal nachzucasten, nachdem der Kleine eingeschlagen hat. Und der Moment, wo der erste signifikante Heal einschlägt, 5 Sekunden ist, nachdem du den ersten Heal angefangen hast zu casten, was scheiße ist. 5 Sekunden sind lang für Tanks. So, und deshalb hat man den irgendwie nicht benutzt. Oder ich habe ihn
wirklich nahezu nie benutzt, aber die meisten anderen Heiler, die ich gesehen habe, haben ihn auch sehr, sehr, sehr wenig und nur in ausgewählten Situationen benutzt. Und ja, in der Theorie war das mal eine gute Idee, hätte immer noch eine gute Idee sein können, aber jetzt nehmen sie ihn ganz raus. Böses Blizzard. Böses, böses Blizzard. Ja, es gibt generell noch ganz viele andere Heiländerungen. Wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, auch dass man theoretisch gesehen jemanden wohl nicht mehr komplett voll heilen muss, wie das dann in der Praxis aussehen wird. Wir werden sehen. Es soll auch wieder weniger Mana-Rekskalierung durch Equipment geben, glaube ich, ne? Ja, genau. Also sie wollen irgendwie, also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du zu Anfang, wenn du startest in der Erweiterung, hast du ungefähr den Mana-Rek, den du im Thron des Donners mit Equip gehabt hast, aber danach steigt der einfach nicht mehr so krass. Also dass man halt nicht so einen so einen hohen Anstieg halt davon hat. Also dass sie den jetzt grundsätzlich erhöht haben, aber er auch nicht mehr so ansteigt. Was ich grundsätzlich gut finde, weil als Heiler war es eigentlich so, so kam es mir zumindest vor, es war grundsätzlich leichter und angenehmer zu heilen, je weiter du im Content fortgeschritten bist. Weil das Mana-Problem eigentlich hauptsächlich in den ersten Raid-Tiers bestanden hat und dann immer geringer wurde. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von intuitiv, dass man sich denkt, je schwerer der Content wird, desto schwerer sollte ja das Heilen und der Mana-Haushalt werden und nicht desto leichter. Deswegen habe ich das scherzhaft gemacht, aber je mehr ich darüber nachdenke, finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Weil meiner Meinung nach sollte ein Heiler Fokus bekommen. Also ein Teil dessen ist ja tatsächlich schon passiert. Ich habe, glaube ich, in Cutter schon gesagt, wie wäre es denn, wenn Heiler Fokus bekommen? Nachdem es da halt auch die ganzen Diskussionen gab, dass Blizzard sagte, aber Mana soll wieder eine wichtige Ressource werden und bla und hier und da. Mhm. Und es klappt halt vorne und hinten nicht. So wie das Gear skaliert ist, konnte das vorne und hinten nicht klappen. Damals war das ja auch noch vieles der Mana-Regeneration über Max-Mana geregelt. Mhm. Und da das immer mehr wurde damals, wurde halt die Mana-Regeneration auf mehreren Ebenen stärker. Du hast relativ gesehen mehr pro Sekunde regeneriert durch mehr Spirit und durch mehr Mana hast du auch nochmal mehr Mana regeneriert. Und dann haben sie ja den Mana-Pool auf einen festen Wert beschränkt, was der erste Schritt in Richtung Fokusprinzip ist. Und wenn sie jetzt noch sagen würden, es gibt, also mal abgesehen davon, dass natürlich eine Fokusregeneration nicht 100% fix ist, denn du hast Haste, das die Fokusregeneration erhöht und es gibt ein paar Talente, die die Fokusregeneration erhöhen, aber grundsätzlich ist es eine fixe Regeneration. Und warum nicht auch bei Mana? Dann könntest du nämlich den ganzen Scheiß mit dem skalierenden Equipment und der Regeneration und dass sich die Heilmechaniken im Laufe eines Add-ons komplett ändern, hinzu immer trivialer werden, weil man sich immer mehr die teuren Spells erlauben und die billigen aus der Leiste ziehen kann. Das hättest du alles nicht. Sollte es Greg vorschlagen. Ach nee, der ist gar nicht mehr da, ne? Nee, da muss er jetzt zu Riot gehen, leider. Verdammt. Nee, es wurde aber auch viel Mana Cooldown entfernt, ne? Also, was heißt wurde? Wird auch noch, ja. Ja, hier, Gedöns, ne? Vom hier Bäumchen. Wie hieß denn das nochmal? Das Anregen? Das hat doch im Endeffekt sowieso kaum noch was gereckt irgendwie. Und hier, Hymne, ne? Ist auch weg. Ja, Gott sei's gelobt, getrommelt und gepfiffen. Ey. Es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn du out of Mana bist und fängst an, diese 8 Sekunden zu channeln, um irgendwie 10% von deinem Mana wiederherzustellen. Welcher Gaskranke hat sich das ausgedacht? Ich habe echt keine Ahnung. Also das war völlig bescheuert und auch beim Paladin war es ja noch beknackter. Also das heißt noch beknackt, das war ähnlich beknackt. Der hat ja eine reduzierte Heilung bekommen, während er irgendwie seinen Divine Plea benutzt hat. Ja, nee, ja. Noch schöner ist es dann, wenn du dann die Hymne ziehst, aber du 3 Arcan-Mages im Raid hast, die sowieso oben sind, die dann das Mana kriegen. Die das Mana kriegen. Richtig, richtig gut. Alles richtig gemacht. Oh, ich fand die Paladin immer so gut. Die haben ja diesen Cooldown gehabt, der Mana wiederherstellt. Und ich weiß, Divine Plea. Ja. Und hat aber, glaube ich, die gemachte Heilung halbiert oder sowas in der Art. Ja. Und was haben jetzt die super Experten gemacht von Paladin? Sie haben Heal-Cooldowns angeworfen, damit sie einen Heilbonus bekommen in der Zeit, wo sie halt eine reduzierte Heilung haben. Und im Prinzip geben sie damit, also dessen waren sie sich nicht bewusst, aber im Prinzip haben sie damit zum einen ihre Heil-Cooldowns aufgegeben und zum zweiten eigentlich ihre Mana-Regeneration negiert, weil sie immer noch weniger geheilt haben, als sie geheilt hätten, wenn sie das Ding einfach nicht benutzt hätten. Herrlich. Habe ich immer sehr drüber lachen müssen. Für ein böser Mensch. Ja, bei Tanks gibt es ja auch eine Änderung. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber irgendwas wir alle kennen ja Rache, beziehungsweise Vengeance, ne? Momentan und wissen, dass man durch Vengeance
unglaublich viel Schaden machen kann als Tank. Also, wenn man da jetzt nur mal an eine Sache, wer überhaupt nur mal einen Mob geraidet hat, im Herz der Angst, wie hieß der Boss mit den Ich ganzen weiß, Adds? welchen du meinst. Ja, ich meine, das war ja unnormal, aber Die man auch, ich sag CC'en musste, mal, diese komischen Ads, ne? genau, aber auch bei Raden im Thron und ach, es gibt viele Beispiele, wo einfach man sich gedacht hat, was zur Hölle ist mit diesen Tanks da an der Stelle los, ja? Und was soll das? Und da hat Blizzard halt gesehen, Mensch, das hat nicht so richtig funktioniert, wie wir uns Wo das der Tank so viel Damage gemacht gedacht hat in haben. der Zehnergruppe wie die restlichen DDs zusammen. Ja, genau. Solche Sachen übertrieben gesagt. Ja, deswegen entfernen sie Rache komplett und nennen das neue Entschlossenheit. Bei Sehr Entschlossenheit ist gut. es halt so, ja, im Prinzip erhöht Entschlossenheit die Selbstheilung und Absorption basierend auf der Ausdauer und dem erlittenen Schaden. Also, dass man halt. Selbstheilung und Absorption, aber das ist ja defensiv. Rache war ja offensiv. Ja, genau. Ja, nee, beides war ja Rache. Sie hatten ja beide Anteile. Also im Prinzip den offensiven Anteil aus Rache haben sie entfernt. So kann man das sagen. Und das heißt jetzt Entschlossenheit, damit es ja einfach nicht mehr Rache heißt. Ja, Kann ich logisch. dann als Low-Level-Tank nicht mehr 65% des Gruppenschadens in den Instanzen Ich machen? fürchte nicht. Doch, Wobei, kannst du das noch hat. immer, weil du hast dann auch gar keine Rache oder kriegst sowieso keine, Stimmt, weil die stimmt. Mobs halt instant umfallen. Ja, da hast du recht. Die gibt es da gar nicht, ne? Ja, aber das finde ich halt auch wieder gut. Beziehungsweise nochmal auf die Damage-Dealer zu kommen. Bei denen gibt es ja auch die Änderungen und aber auch bei den Tanks, dass viele der Gruppen-Cooldowns, also wo man als Tank oder Damage-Dealer Schaden von der Gruppe abwenden wollte, dass das entfernt wurde, weil Blizzard sich gedacht hat, Mensch, wir finden es eigentlich scheiße, dass die Damage-Dealer und die Tanks in dem Bereich vor oder im Aufgabenbereich der Heiler wildern und deswegen machen wir das halt raus, sodass solche Sachen halt wirklich nur noch von den Heilern gemacht werden können. Ne? Ist ja auch neu, sozusagen. Wie findet ihr das? Habe ich Hä? grundsätzlich nichts gegen. Verstehst nicht? Nee, wie? Also, pass Nee, gib auf. mir mal, naja, doch, aber gib mir mal ein Beispiel für eine Fähigkeit, die dann Dieses. entfernt worden ist. Okay, ne, ein Beispiel kann ich nicht nehmen, aber dass der Krieger da hat, dieses Ja. Ah, HP-Erhöhen-Ding. den Banner zum Beispiel. Alles Ja, genau, klar. solche Sachen und auch ganz viele andere, wo man als, also auch zum Beispiel beim Hexenmeister, der Gesundheitsstein ist jetzt ja anders, ne? Also das ist jetzt zwar nicht in Raid-Cooldown, aber zielt auch in diese Richtung. Der Gesundheitsstein ist halt im Prinzip jetzt nichts anderes als ein Heiltrank. Und der Heiltrank und Gesundheitsstein liegen auch auf demselben Cooldown, kann nur noch einmal pro Kampf eingesetzt werden sozusagen, liegt aber nicht auf dem Cooldown mit anderen Tränken, also Mana oder halt die Offensiv mit Erhöhung der Stärke, Beweglichkeit etc. Und dann machen sie den ja unnütz quasi. Oder für geizige Leute. Naja, wollte ich gerade sagen, eher für geizige Leute, ne? Aber wenn du Heiltränke mit hast, dann brauchst du auch keinen Gesundheitsstern mehr, sagen wir es so. Ja, auch das Gateway, glaube ich, fällt weg. Oder hat, nee, nicht fällt weg, aber es hat andere, ja, Charges, beziehungsweise laden die sich nicht mehr auf oder so. Weil, und die Die Range waren und aber auch die so super Reichweite. essentiell, glaube ich, in manchen Ja. Encounter, ne? Also ich hab kaum geraidet, wo das noch der Fall war, aber so was ich gesehen habe, da standen in jedem Try bei irgendwelchen Imba-Gilden immer diese Portale Ja, tausendfach rum. das stimmt, ja. So ist es wohl. Die haben es auch viel einfacher gemacht. Also jetzt selbst bei Garrosh noch zum Beispiel, wenn du halt zum Ingi willst, ne? Das ist halt immens Laufwegersparung oder halt auch dann quasi halb gecheatet bei diesem Typen am Thron mit den fliehenden Löwen, mit den Wirbeln, kannst du auch super überbrücken. Kenne ich nicht, also kann ich nicht sagen. Du meinst, Doch, den wo kennst jetzt, du. Navy? Wen? Welchen Encounter meinst du jetzt gerade? Ich hatte. Im Thron mit Ja, den genau. geflügelten Ja, Löwen. ja, ja, ja. Da wird das ja massiv eingesetzt, sage ich mal. Ne? Also nochmal ganz kurz die Änderung bei den dämonischen Toren. Sie haben keine Aufladung mehr, vorher begrenzt auf 5 Aufladungen. Jedes Gruppenmitglied oder Schlachtzugmitglied kann sie alle 90 Sekunden benutzen, vorher alle 45. Die maximale Entfernung zwischen ihnen beträgt jetzt 40 Meter, vorher 70 Meter. Also das ist die Änderung. Die haben also jetzt einfach unendlich Aufladung, aber jeder kriegt halt diesen Cooldown auf 90 Sekunden erhöht. Das ist schon auch besser. Naja. Flugverbot. Habt ihr schon mitbekommen? Man darf nicht fliegen, auch wenn Wer ihr hätte das Damage-Dealer seid. gedacht?
Sehr, sehr gut. Wirklich. Was sagt Barlow? Beschissen. Dachte ich mir. Schön, okay. Go on, eure Argumentationskette. Ich bin ja so eine kleine Lore-Begeisterte, also ich bin jetzt nicht der totale Lore-Freak, aber ich höre halt und lese halt auch so ein bisschen gerne und ich finde es halt auch einfach eigentlich schon dreist von der Community, weil da sitzen ja auch so kleine Männchen hinter, ja, die das irgendwie jahrelang zeichnen und dann kommt so ein Barlow und sagt so, ne, ist mir zu lang, dauert nicht, fliege ich einfach drüber hinweg. Und die armen Männchen, die sitzen hinter ihrem PC hin und denken sich, oh mein Gott, jetzt habe ich jetzt 2 Jahre gezeichnet und kein Arsch guckt sich das an. Nee, finde ich schon schön. Also, weil, ich meine, nein, die geben sich doch wirklich immer Mühe und ich finde es halt einfach schade, dass man dann also einfach... Ja, aber nur weil sich das Kind Mühe gibt, dann ist das doch trotzdem nicht gut. Ich finde auch schön, dass das geht mir auf die Klöten, ist, ja? Ey. Also, wenn ich... Weißt du, jedes Mal kann ich fliegen und denke mir, boah, endlich kann ich fliegen, die ganze Kacke nicht mehr zu Fuß. Im nächsten Addon, du kannst übrigens nicht mehr fliegen, aber am Ende kannst du wieder fliegen. Und im nächsten kannst du wieder nicht mehr fliegen, aber dann kannst du doch wieder fliegen. Was ist denn das? Nicht mehr fliegen. Also du kannst jetzt auf jeden Fall erstmal bis Patch 6.1, also zwischen dem ersten Kunden-Patch ist angekündigt. Aber ob das Ganze überhaupt reinkommt, ist wohl auch noch nicht sicher. Ist alles so ein bisschen komplex und kompliziert. Und ich war zum Beispiel ja mal in der Sandbox, was verboten ist. Also ich habe mir die Welt halt mal angeguckt. Selbst im Moment kannst du ja nicht auf die Alpha-Server, aber du kannst mit so einer Sandbox online gehen und kannst dir so die Welt angucken. Und die Sachen zwischen den einzelnen Zonen sehen im Moment stark so aus, wie sie in Classic ausgesehen haben. Also, dass sie sich einfach gedacht haben, da kann sowieso niemand drüber, ja, da brauchen wir nichts machen, das kann da scheiße aussehen, da kommt sowieso keiner hoch, außer er benutzt irgendeinen Wallhack oder so. Von daher lässt mich das ja irgendwie vermuten, naja, entweder machen sie das später noch oder sie denken sich, haben wir sowieso nie vor, scheiß was drauf, ist unwichtig, ne? Also da bin ich mal echt gespannt, ob sie irgendwann die Leute wieder fliegen lassen oder ob sie das tatsächlich nie machen. Ich weiß auch gar nicht genau. Nee, sag jetzt nicht, dass da überhaupt kein Fliegen kommt. Naja, also im Moment erstmal noch nicht, ne? Also, dann spiele ich das nicht. Nicht wieder reiten müssen. Also 2 Monate auf keinen Fall, ne? Also auf Max-Level kannst du erstmal nicht fliegen. Es wird ja auch spekuliert, dass sie sich irgendwelche andere schönen Sachen einfallen lassen, wie man halt schnell von A nach B kommt, das wäre ja auch mal was Schönes. Also im Moment, um das nochmal ganz klar zu sagen, ist es so, wenn du Max-Level erreichst, kannst du nicht fliegen. Erst, wenn überhaupt, so ist es im Moment angekündigt, mit Patch 6.1. Das ist beim letzten Mal 2 Monate nach Release gewesen. Ey, die haben noch den... Also ernsthaft, das ist doch wieder... Ich fand es ja doch schon damals schlimm genug, wenn du dich an die Zeiten erinnerst in Burning Crusade, wenn du mit der Brieftaube geflogen bist, die Kniesehnentaube, die 60% Speedbonus hatte. Das du warst halt langsamer als auf dem Bodenmount damit. Das war schon schlimm. Hast aber jetzt gar nicht fliegen. Jetzt 60%. Gar nicht mehr fliegen. Wo es dann halt eventuell bitter werden kann, ist dann halt eben, wenn man dann wahrscheinlich natürlich wieder Dailies machen muss. Oder? Die bleiben Dailies? Sie werden ja, also ob Dailies eher wahrscheinlich in die Richtung der Insel. Ja, es wird kein Raid-Content mehr geben. Der kommt auch erst mit Patch 6.1, 2 Monate nach Release. Der kommt bis dahin darfst du Dailies machen. Und dann darfst du halt neun neuen Daily-Hubs, die du einzeln freischalten musst durch Daily-Quests. Nein, das ist so noch nicht klar, wie das Endgame in die Richtung aussehen wird, bevor hier einer Angst kriegt, ja? Da wäre ich mir nicht so sicher. Also wie gesagt, generell... Ich sag es euch. Neun neue Daily-Hubs. Insel der Zeit habt ihr gespielt, oder? Timeless Isle? Ja. Nein. Zeitlose Insel, so heißt es. 2 Daily-Hubs nur mit Murloc und Murloc-Quests. Nein. Da gibt's ja gar keine Dailies auf der zeitlosen Insel, also keine wirklichen. Und so in die Richtung wollen sie das Ganze hier entwickeln, ne? Ja, ich weiß nicht, habt ihr euch überhaupt mal Draenor an sich angeguckt? Also... Barlow, wahrscheinlich, du kennst Outland, ne? Aber Draenor, die Welt, kennst du sie schon? Nee. Die ist ja so ein bisschen anders. Also Blizzard hat ja auf der BlizzCon gesagt, das ist komplett quasi neu. Sie machen das nicht so wie bei Cataclysm, dass sie alte Sachen neu aufbauen, sondern im Prinzip ist das komplett neu aufgebaut. Also da kann ich euch schon mal sagen, das ist nicht wahr. Denn ich war auf dem Sandbox-Server und da ist mir aufgefallen, in dem, was jetzt heutzutage Hellfire Peninsula ist, also die Hellfire-Halbinsel, da, das heißt jetzt irgendwie, ist irgendein Dschungel auf jeden Fall. Ähnlich wie Blasted Lands, das war ja vorher auch ein Dschungel. Kennt ihr ja, Höhle der Zeit und so, ne? Und
Wenn man in diesem Dschungel ist, weil ich muss ja den Namen eben nachgucken, sonst haut Ist das neben nicht mich gleich, dass ich Gorgrond nicht oder weiß, so? wo. Nee, das ist was Ach, anderes. den Dschungel von Tanaan. Tanjan-Dschangel. Genau. Dschungel von Tanaan. Dieser Dschungel, naja, jedenfalls, als ich da so durchgeflogen bin, ist mir auf einmal begegnet der Thron von Qil'jaeden. Ich dachte, ah, was macht denn Qil'jaedens Thron schon hier, ne? Der war ja überhaupt noch nie hier und überhaupt. Und dann gibt es da auch auf der Karte irgendwie weiter unten noch so einen ausgeschnittenen Pixel. Und das ist irgendwie im Prinzip so eine viereckige Version von dem ja heutigen Nagrand quasi. Also das ist da ausgeschnitten anscheinend und hat sich einer so als Modell genommen für die Nagrand-Version. Aber generell ist es halt, sieht das schon Oh, so ein gibt es da wieder bisschen ein anders aus. Jägerlager mit Jägerlager-Quests? Ich weiß noch nicht. Ich glaube aber nicht. Also da müsste Bestimmt, ja oder? der Typ auch durch die Zeit gereist sein, oder? Ja, Ich weiß und? nicht. Nee, aber insgesamt gesehen haben sie halt den Outland-Kontinent so ein bisschen verändert und angepasst. Gefühlt ist das auf jeden Fall aber weit größer. Es ist nur ein bisschen strange. An den Küsten, zum Beispiel von Shadow Moon Valley oder halt auch Nagrand, Wasser zu sehen. Das ist irgendwie noch strange. Ich bin ja echt gespannt, was sie mit dieser Welt noch vorhaben. Also, weil theoretisch gesehen wird ja auf diesem Planeten nicht nur dieser eine Kontinent sein, ja? Also, vielleicht kriegen wir dann in der nächsten Erweiterung einfach andere Kontinente von Draenor. Da gibt es ja auch schon Theorien zu, weil da gibt es wohl noch Kontinente nur mit Ogern. Ogre Geil. kennst du ja. Ogre finde ich super. Ach, ich bin so anti-Oger. Und da bin ich echt mal gespannt, was da so draus gemacht wird. Das heutige Nessos-Sturm ist ja übrigens auch erst mit 6.1, das ist ja Pharalon oder so, so ein spezielles Gebiet, was da noch entwickelt wird. Und es gibt ja auch wieder ein Wintergrasp übrigens, Barlo, ne? Moment, was war nochmal Wintergrass? War das das PvP-Ding Ja, oder war das die normale genau. 70er, 60er-Zone? Winter Nee, das Spring war war dieses die. PvP-Ding. Oder Tol'Barath in Kaffiri. Na, das hat ja gut funktioniert. Ja, Tol'Barath war doof, aber Wintergrass mochte ich ja. Diesen Kampf da, ich habe den, glaube ich, irgendwie nie gemacht. Ja, ich fand den ganz cool, aber das ist, ich bin da Aber auch den, der was Einzige, hat man glaube nochmal ich, mit mit. Wintergrasp aufgemacht? Da hat man doch irgendwie dieses, irgendwie, irgendein Dungeon mit Den aufgemacht, ne? Archavon Ja, und genau. den Ah, ja, Korallon richtig. und. Ja. Naja, also Draenor als Welt, auch echt interessant. Ich meine, Shadow Moon Valley gibt es halt wie bisher und es gibt Nagrand wie bisher, das kann man soweit schon sagen. Hellfire ist halt ein Sumpf und wie heißt denn, Taroka Forest, genau, also dieser Taroka-Wald, den gibt es jetzt Talador. halt, Talador. Talador, genau, den gibt es halt jetzt in so einer leicht veränderten Version eben, wie Nevi gerade schon sagte, da ist auch in Talador ist Nagrand durchaus drin, aber ich glaube ein bisschen größer und unter Talador ist dann auch noch ja, ein Gebiet, das nennt sich die Spitzen von Arrak, auf denen, bei dem halt die Vogelmenschen leben. Die kennen wir ja alle, ne? Diese Arakoa Trinkets. oder so, ne? Was? Arakoa hieß nicht irgendwie so? Ich Genau, weiß ja, nicht. irgendwie so, ja. So heißen die. Meines Wissens, auch wieder ohne Gewähr, Talador ist ja, also bevor Shadrach halt quasi gescheitert ist, also halt, ne, Krieg und bla und alles, Sieht auch ein bisschen anders aus, war stimmt. quasi Terodor, die kommen, also ganz Terodor war quasi eigentlich die, die Hauptstadt früher und das war riesig groß. Ja, ist auch echt groß da. Und das grenzt halt an so einen See. Also es gibt da so einen Hafen von Shadrath. Und dort unter Wasser ist halt das heutige Zangarmarsch. Ja, also die Zangarmarsche sind ja sowieso ein Sumpf mit viel Seen. Und das ist heute zum großen Teil unter Wasser. Es gibt zwar auch Teile, die über Wasser sind, aber zum großen Teil ist das Ganze halt unter Wasser. Und Blade Edge Mountains ist im Prinzip nur ein Teil in der Mitte quasi, wo sich die neuen Gebiete Gorgon, glaube ich, ne, und Frost Feuergrad treffen. Das ist im Prinzip Blade Edge Mountains und rangeschoben ist ja später eben Netherstorm, was heute ja Pharalon ist und ja, im Moment dazu Früher kann man nichts Pharalon sagen. war. Ach ja, meine ich ja, natürlich, früher.
Du bist meine Zukunft. In Gorgon ist übrigens total spannend, weil da haben sie irgendwie ein riesiges Eisenbahnnetzwerk. Und das übertreibe ich jetzt nicht. Es sieht wirklich aus wie ein riesiges Eisenbahnnetzwerk. Ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Die Orks haben da anscheinend Eisenbahnen gebaut. Orks haben Eisenbahnen gebaut? Ja, scheinbar. Also, Sehr gut. das wirst du mal sehen. Ich bin schon gespannt. Ist auch ein riesiges Gebiet, also wirklich riesengroß, dieses Gorgrund und halt zum Teil auch das heutige Blade Edge. Und Frostfeuergrad eben ist im Prinzip komplett neu. Es gibt nur am Rand eben Teile, die dem heutigen Blade Edge Mountains entsprechen. Also, wie heißt das? Auf Deutsch? Blades Edge Mountains. Blade Edge Sheargrad, oder? Mountains. Sheargrad, genau. Eins meiner Lieblingslevelgebiete übrigens in Echt? WC. Finde Das ich mochten ganz aber die meisten nicht. grausam. Weil ich mochte es so, weil es so linear war. Also du bist halt reingegangen und wurdest da immer weiter in so einem Zickzack-Gebiet Und durchgeführt, da bis waren am viele Ende war Oger. es top. Hat mir gefallen. Das ist halt so ein Level-Style, den ich sehr mag, aber der wird ja heute nur noch angewendet. Daher bin ich da sehr gut aufgehoben. Ja, also ich freue mich schon sehr auf Draenor und finde bisher, was ich so gesehen habe und auch, also es gab ja so ein paar Alpha-Leaks, ja, eben von diesen, wie schon von mir gesagt, Sandbox-Servern, aber die mussten wir halt alle runternehmen, die dürfen wir halt alle nicht zeigen. Erst wenn dann auch, ja, wirklich die Server online gehen, darf man sowas wohl zeigen. Vorher noch nicht. Schade eigentlich. Okay, eine Sache, über die ich noch mit euch reden wollte, also ach, ist ja sehr lang heute insgesamt, muss man sagen, ist aber in jedem Fall, dass es neue Volksfähigkeiten gibt. Beziehungsweise die Volksfähigkeiten wurden angepasst. Die werden jetzt so ein bisschen gebalanced, in Anführungsstrichen, dass die Horde-Volksfähigkeiten nicht mehr im PvE-Bereich vor allen Dingen so stark sind, weil viele Top-Gilden haben ja gewechselt von der Allianz zur Horde, weil halt die Fähigkeiten stärker sind und jetzt hat man die Volksfähigkeiten so angepasst, dass dem nicht mehr so ist. Was denkt ihr? Gibt es dann später nur noch oder einfach mehr Allianz-Raid-Gilden oder wird sich das Ganze einfach nicht mehr ändern? Ich finde, die Volksfähigkeiten hätten die sich ja sowieso von Anfang an sparen können. Zumindest wenn es Volksfähigkeiten sind, die irgendwie Einfluss aufs Spiel nehmen und nicht kosmetischer Natur sind. Weil es führt halt irgendwie immer dazu, dass die Min-Maxer sich halt anschauen, was ist für das, was ich gerade machen will, die Ja. beste Volksfähigkeit und spielen das dann. Und es war in der Vergangenheit immer so. Und solange die Dinger relevant sind, glaube ich, wird das auch immer so sein. Ich selbst habe mal einen Race-Change gemacht mit meinem. War das Priester zu? Nee. Ich war, glaube ich, nah dran, aber ich habe mal einen Race-Change gemacht mit dem Schurken, um Human spielen zu können. Also, keine Ahnung. Von mir aus sollten die keine Bewandtnis haben für das Gameplay. Was sagst du, Navy? Sehe ich genauso, vor allen Dingen jetzt auch wieder aus Raid-technischer Sicht, na, dann ist halt, wieso spielst du so ein XY? Finde ich jetzt nicht so gut, weil hat ja einen scheiß Boni, ist ja eigentlich nicht raid-tauglich. Ne? Deshalb finde Nicht ich auch immer raid-tauglich, wieder. ist aber auch hart. Nein, nicht raid-tauglich, ne? Na, da könntest du Halt ja mehr schlechter, ja. raushauen, ne? Weil würdest du jetzt Orc spielen, würdest du ja irgendwie 6k DPS weniger machen oder mehr machen. Ich weiß nicht, ich fand es halt immer blöd. Allerdings finde ich die neuen Volksfähigkeiten eigentlich auch wieder jetzt so geregelt, dass meiner Ansicht nach die Allianz jetzt um einiges stärker ist. Finde ich schade, dass sie es noch immer nicht hinbekommen haben, das Ganze irgendwie Was zu haben sie denn geändert? Gib balancen. doch mal Beispiele, weil da habe ich auch noch keinen Plan, was genau die da ändern. Die haben den Berserk reduziert, ne, glaube ich. Berserk-Schaden ist Dann. halt generell reduziert. Genau, dann haben sie jetzt die Draenei, weil die hatten ja zum Beispiel vorher den Hit-Bonus. Da der jetzt ja wegfällt, eben weil es keine Trefferwertung mehr gibt, die kriegen jetzt Bonus auf den Main-Stat. Genau, heldenhafte Präsenz wurde überarbeitet. Die Fähigkeit erhöht nicht mehr die Trefferchance um 1%, sondern stattdessen Stärke, Beweglichkeit und Intelligenz skalierend mit der Charakterstufe. Dann die Gnome, die hatten ja immer irgendwie Int mehr, die bekommen jetzt alle Ressourcen mehr. Also Fokus mehr und was auch immer und ja, Wut. gut, alle Ressourcen mehr. Also es sind schon ordentliche Änderungen. Aber obwohl zum Beispiel im Gegenzug die Blutelfen, die haben jetzt auch endlich mal ein halbwegs ordentliches Talent bekommen, die bekommen jetzt irgendwie 1% Crit und noch irgendwas. Und aber ich weiß nicht, ob sie es so
gelassen haben, aber die hatten eine ziemlich coole Idee bei den Nachtelfen. Ja. Dass die irgendwie beim Tag Haste bekommen oder so und in der Nacht Crit. Das fand ich eigentlich ganz süß. Die Trefferwertung um 1% während der Nacht erhöht und die kritische Trefferwertung um 1% während des Tages. Viel Spaß für die Druiden mit ihren Haste-Break-Points. Ja, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Nachts raiden, dann tickt mein Video einmal mehr. Vor allem, da kannst du dann nicht mal sagen, Moment, wir haben 9 Uhr, Blizzard macht dunkel, ich gehe mal eben umforschen, fällt dann ja auch weg. Ja, man weiß ja, also die ganzen Breakpoints sind ja sowieso auch nochmal geändert worden, also da möchte ich jetzt mal nicht sagen, inwieweit das einen krassen Einfluss hat, aber ja, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wir gucken uns die vielleicht beim nächsten Mal nochmal genauer an, oder? Ja. Mhm. Genauso wie eine Änderung, die auch gemacht wurde, im Prinzip übrigens auf dem gleichen Dings basierend, also dass du halt jetzt vielleicht während einem Raid nicht so gezwungen bist, eine bestimmte Klasse, Rasse zu spielen, ist ja das mit den Berufen. Sie entfernen ja diese Boni vom Plusschaden. Ja, also Gott sei Dank. Ne, bei den Berufen. Was haltet ihr davon? Also du sagst schon Gott sei Dank. Ja. Finde ich ebenfalls gut. Ist auch wieder Raid-mäßig, ne? Hier, mach mal das, weil Kräuterkunde scheiße. Und wir haben damals sogar das Umskillen für Leute bezahlt, die einen scheiß Beruf hatten bei uns im Raid. Okay. Berufe umskillen habt ihr bezahlt? Haben wir bezahlt, ja. Am besten noch, wenn sich dann im Laufe des Spiels, also im Laufe eines Add-ons, noch irgendeine, durch eine Änderung am Beruf oder irgendwas, sich das ändert und du während eines Add-ons nochmal den Beruf wechselst. Mhm. Wird alles bezahlt. Oh, mit Inji machst du 1200 DPS mehr bei, keine Ahnung, 4 Millionen DPS. Also jetzt Inji. Und bau dir schon mal die Granaten. Ja, naja, also all das kommt auf euch zu. Ich meine, wir haben jetzt hier, glaube ich, schon anderthalb Stunden oder vielleicht sogar noch länger. Wisst ihr, was ich bei den Berufen übrigens besser fände, wenn ich jetzt die Boni eh entfernen, wenn man ja auf einem Charakter jeden Hauptberuf lernen kann? Das wäre toll. Das haben sie bis jetzt aber noch nicht angekündigt. Habe ich mich auch gefragt in dem Zusammenhang, ob das nicht eine sinnvollere zusätzliche Erweiterung wäre. Ne? Übrigens, vom Engine nehmen sie einige Sachen, die man bisher hatte, nicht weg, aber so Sachen wie zum Beispiel die Speedboost etc. kann man dann jetzt allen geben. Ja, ist auch sinnvoll. Also, wenn ich mir überlege, also ich glaube, die waren, glaube ich, teilweise in zumindest Rated Battlegrounds und Arena waren die nicht aktiv, die Sachen, ne? Kann das sein? Ja. Aber, also grundsätzlich war es halt so, du hast die mehr oder weniger dieselben Boni bekommen, was DPS betrifft, wie andere Klassen, hast aber dafür noch die ganzen Gimmicks bekommen, die zum Teil den Unterschied zwischen Überleben und Sterben gemacht haben, weil du halt, keine Ahnung, was Falling Damage vermeiden konntest oder noch einen zusätzlichen Sprint hattest und so weiter. Und gut, dass es rauskommt, weil, also, das ist halt, greift dann doch zu stark, fand ich schon immer. Deswegen, also ich habe nur deswegen früher Inji gespielt. Als, ja. Damals war es fürs PvP halt, mit Mind Control Cap und so einem Kram. Ja, von daher, ich bin gespannt, was noch alles kommt. Vielleicht kriegen wir schon im Laufe der Woche eine Alpha, beziehungsweise Beta ist es ja nicht, also eine Alpha. Falls übrigens keine Alpha ist, werden wir am Freitag ein kleines Community-Event haben. Also zumindest ich werde dabei sein. Vielleicht weiß nicht, ob Nevi und Balo da bei sein werden. Aber, also ich glaube Balo nicht. In World of Warcraft ist es nämlich. Und zwar habe ich das zum Vote gestellt. Im Moment steht es so, dass es ein Normal-Mode-Raid in der Schlacht um Urgrimmar wird. Es war sonst noch zur Auswahl Wargames und Challenge-Modes. Also Freitag ab 15 Uhr. Entweder das oder, wenn die Alpha da schon an ist und ich in der Alpha bin, natürlich halt Warlords of Draenor Alpha-Stream, aber ansonsten eben hier kleines Community-Event, könnt ihr noch mitmachen. Ja, morgen anders gilt in Overgeared, ne? Ja. 20 Uhr, Hardcore. Wann werde ich sterben? Ist da das ich habe schon ein paar Paragon-Level gemacht. Ja, ein paar. Ich habe gehört. Ja, Nevi? Ach nee, du hast super gesagt. Ich habe gesagt, ne, ein paar habe ich gesagt. Ich habe das ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ah. Oder, nee, untertrieben, so, untertrieben. Ja, Balo ist dann wesentlich stärker als Drunken und ich aber, oder zumindest als ich, ja, aber ich bin sowieso 20 Level hinter denen, von daher bedingt das schon die Natur der Sache. Das wird den größten Unterhaltungsfaktor bieten. Das kann wieder sein, vor irgendwelchen Wespen wegrennst. Die sind aber auch gefährlich. Auf jeden Fall. Du hast schon, kannst es schon richtig einschätzen, Nevi. Das ist sehr gefährlich.
Gut, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, ich hoffe nächste Woche, aber da ist ja auch Ostern, von daher, ich weiß nicht, ob nächste Woche. Müssen wir mal gucken. Und mit wem dann? Also Kimo, wie gesagt, hatte noch zugesagt. Und ich werde mal schauen, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Vorschläge, wen ihr gerne mal auch im Podcast hättet, dann einfach mal in die Comments schreiben. Bis dahin, tschüss. Tschüss.